zur 67. Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales, der dritten Sitzung am heutigen Tage, der dritten Anhörung. Nun mit einem Thema, was gesellschaftspolitisch durchaus die eine oder andere Woge mal geschlagen hat und schlägt, aber in gewohnter Gründlichkeit und auch in gewohnter ruhigen Atmosphäre werden wir auch strittige Themen, daran sind wir gewohnt, sozusagen damit umzugehen, dieses Thema behandeln. Von daher begrüße ich nochmal die Mitglieder des Ausschusses, auch die Vertreter der Landesregierung, des zuständigen Fachministeriums, des MGPAS, die hinter mir sitzen, aber begrüße ganz besonders die Damen und Herren Sachverständigen, die unserer Einladung gefolgt sind und die insbesondere auch ja schon schriftlich sehr umfangreich Stellung bezogen haben. Für diese Stellungnahmen danke ich ganz herzlich. Der Anlass dieser Anhörung ist ein eingebrachter Antrag der Fraktion der Piraten. Dieser Gesetzentwurf ist schon etwas länger in der Pipeline. Das hat nichts damit zu tun, dass der Ausschuss das auf die lange Bank geschoben hat, sondern wir andere Fragestellungen, Gesetzentwürfe vorrangig behandeln müssen. Das ist die Rangfolge auch im Parlament. Gesetze geht vor Antragsberatung. Und dieser Antrag ist aber auch schon angehört worden im Rechtsausschuss, der ein mitberatender Ausschuss war. Der Rechtsausschuss hat am 10. Dezember dazu auch schon eine Anhörung von Sachverständigen durchgeführt. Dabei stand da die juristische Fragestellung im Vordergrund. Hier ist nun der Gesundheitsausschuss, der Sozialausschuss, der, sage ich mal, auch einen anderen Blickwinkel auf diese Thematik über Sucht und Drogen, dessen Umgang hat, als, sage ich mal, jemand, der im Rechtsausschuss aus juristischer Fragestellung diese Thematik sich anhört. Also von daher, meine Damen und Herren, nochmal seien Sie herzlich begrüßt. Sie sehen, dass über den Bildschirm diese Sendung, dieser Ausschusssitzung, diese Anhörung gestreamt wird. Also sie ist im Netz abrufbar sozusagen. Bitte da diesen Tatbestand auch zu berücksichtigen. Sie werden dann, wenn Sie, es gibt ja einige Damen und Herren von den Sachverständigen, die durchaus schon nicht das erste Mal in einer Anhörung sind, auch hier im Landtag, das Mikrofon vor Ihnen lässt sich anschalten, indem Sie den Knopf drücken und wenn es rot aufleuchtet, sind Sie auch, sage ich mal, live geschaltet sozusagen. Das werden Sie dann tun, wenn Sie an der Reihe sind. Ob Sie an der Reihe sind und wie Sie an der Reihe sind, hängt davon ab, wie die Damen und Herren Abgeordneten die Fragen an Sie richten. Wir werden also keine Eingangsstatements nochmal machen. Wir werden auch dadurch bezahlt, nicht nur hier zu sitzen, sondern auch die Unterlagen zu lesen. Und die Damen und Herren Abgeordneten haben die Unterlagen gelesen. Und von daher ist die Abfolge hier im Ausschuss so, dass die Fragen direkt an Sie gerichtet werden. Traditionsgemäß ist der Ablauf auch so, dass die jeweils antragstellende Fraktion das Erstfragerecht sozusagen den Fragekanon eröffnet. Das wird der Kollege Lammler gleich tun für die Fraktion der Piraten. Danach folgt die Kollegin Grohe-Werk-Schmieding für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und Herr Yüksel für die SPD-Fraktion, Frau Schneider für die Fraktion der FDP und Herr Kollege Preuß für die CDU-Fraktion. Da haben wir schon mal die erste Runde. Die Abgeordneten wissen, die Frage konkret zu stellen, zu adressieren, an wen, keine allgemeine Frage an alle. Das ist aber geübt, ich sage es nur noch mal, dem Verständnis noch mal hier in dieser Runde. Und von daher, Herr Lammler, Sie haben das Wort, bitteschön.
Ja, Herr Vorsitzender, vielen Dank für die netten Einleitungsworte. Auch im Namen der Piratenfraktion ein herzlich willkommen und vielen Dank an alle Sachverständigen für die schriftliche Zusendung der umfangreichen Stellungnahmen und nicht zuletzt natürlich, dass Sie hier erschienen sind, um uns Frage und Antwort zu stehen. Der vorliegende Antrag ist tatsächlich schon etwas älter. Er ist von April letzten Jahres an Aktualität hat er nicht verloren. Das wissen wir spätestens, seitdem sich gestern die Bundesbeauftragte für Drogen und auch unser Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe zu dem Thema Cannabis als Medizin geäußert haben und so auch einen Beitrag zur Gesamtdebatte geleistet haben. Gleichwohl denke ich und wünsche mir, dass wir hier heute aus dem Landtag NRW ebenso einen wertvollen Beitrag für die Gesamtdiskussion leisten können. Meine ersten Fragen, die möchte ich richten an die an den Verband der Ersatzkassen NRW, an Frau Brünger. Gleichwohl würden mich die Fragen, die ich stelle, würde ich ganz gerne, dass der Handverband die mit beantwortet. Ich denke, das könnte ganz interessant sein. In der Stellungnahme des VDEK steht geschrieben, dass seit 2014 Schmerzpatienten eine Ausnahmeerlaubnis beantragen können, um medizinische Cannabisblüten in der Apotheke zu erwerben. Seit Anfang 2014 haben das 239 Patienten getan, 109 haben eine Genehmigung erhalten, 20 Anträge wurden abgelehnt und 110 Anträge werden aktuell noch bearbeitet. Der VDEK bewertet selbst die Genehmigungspraxis des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte als restriktiv und unbefriedigend. Und Frau Bürger, könnten Sie die Kritik am Bundesinstitut bitte noch einmal etwas genauer konkretisieren und ausführen, wo genau Sie die Probleme bei der BfArM, also sprich beim Bundesinstitut, sehen? Sie schreiben auch, für manche Patienten mit Ausnahmeerlaubnis sind die Kosten sehr hoch. Gleichzeitig sagen Sie, dass der Grundstoff selbst kostengünstig ist. Können Sie ausführen, wieso der Grundstoff kostengünstig ist? Und haben Sie Kenntnis darüber, welche Gewinnmargen die Pharmaunternehmen bei medizinischen Cannabisblüten haben? Und nicht zuletzt, angenommen Patienten mit einer Ausnahmegenehmigung würde der Anbau zur Selbstmedikation rechtlich vereinfacht bzw. erlaubt. Wie würde sich das auf die Preise des medizinischen Cannabis auswirken? Die zweiten Fragen gehen an den LVR-Klinikverbund, Frau Dr. Franke. Da sind Sie. Vielen Dank, dass Sie heute da sind. Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme, es gäbe einen kontinuierlichen Rückgang der Erstkonsumenten von Nikotin und Tabak. Und dadurch auch ein Rückgang der tabakabhängigen Raucher. Erstens durch präventive Aufklärungsmaßnahmen in den Schulen und zweitens durch stringente Reglementierung des Zugangs von Tabakwaren für Minderjährige. Sie schreiben weiter von einem Rückgang von Alkoholtrinkexzessen unter Jugendlichen und Minderjährigen durch eben stringente Reglementierung des Zugangs zu Alkohol. Und ich frage mich in diesem Zusammenhang, ob es nicht sinnvoll wäre, diese Erkenntnisse aus dem Bereich des Tabak- und Alkohol-Suchtpräventionsbereich 1:1 auf Cannabis zu übertragen und auszuweiten und dort mit Aufklärungsmaßnahmen und eben strikt geregelten Zugang effektiven Jugendschutz zu betreiben. Die nächsten Fragen gehen an Herrn Dr. Hallmann von der Ginkgo-Stiftung. In der Stellungnahme steht, eine Neubewertung von Cannabis eröffnet bessere Möglichkeiten und Bedingungen in der suchtpräventiven Arbeit. Herr Dr. Hallmann, vielleicht hätten Sie Lust, da auch etwas zu erläutern, wie denn eine Neubewertung aussehen könnte und wie Sie sich die suchtpräventive Arbeit denn in Zukunft vorstellen. Und auch in eine ähnliche Richtung gehen meine nächsten Fragen an Herrn Dr. Verse und Herrn Dr. Gassmann. Es ist in der Gesamtdiskussion um die Legalisierung von Cannabis immer wieder zu lesen, dass die restriktiven Gesetze, so wie wir sie heute haben und anwenden, wichtig sind
um potenzielle jugendliche Konsumenten abzuschrecken. Darüber hinaus wird vermutet, dass bei Wegfall der Strafverfolgung alle Dämme brechen würden und es so zu einem signifikanten Anstieg an jugendlichen Konsumenten führen würde. Das ist die sogenannte Dammbruchtheorie. Sie schreiben hingegen, dass der Jugendschutz mit Aufhebung des Cannabisverbots sogar verbessert werden könnte. Also es widerspricht dem ja, vielleicht möchten Sie das auch noch mal etwas genauer ausführen. Das wäre es soweit von mir für die erste Fragerunde. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege. War ja umfangreich. Frau Kollegin Gruhörweg-Schmieding. Ja, schönen Dank, Herr Vorsitzender. Auch mein Dank richtet sich für Bündnis 90 Die Grünen an die Herren und Damen Sachverständige für ihr Engagement in dieser Frage. Meine erste Frage richtet sich an Herrn Dr. Hallmann. Ich würde ganz gerne wissen, ob Sie andere Gründe sehen, die gegen eine Legalisierung des Cannabiskonsums sprechen, als die Tatsache, dass sie im Moment in Teilen der Gesellschaft oder auch Politik nicht konsensfähig ist. An Herrn Dr. Berse möchte ich die Frage stellen. Können Sie uns Konzepte vorstellen oder Ihre Sicht erläutern, wie eine Legalisierung aussehen könnte? Recht schönen Dank. Herr Kollege Yüksel. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, namens der SPD-Fraktion bedanke ich mich auch für die umfangreichen Stellungnahmen. Meine erste Frage geht an Herrn Dr. Berse. Sie begrüßen ja ausdrücklich jede Initiative, die in Richtung einer liberalen Drogengesetzgebung geht. Auch sehen Sie das Grundrecht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit angegriffen, da, so sagen Sie, das Cannabisverbot ein Verhalten unter Strafe stellt, mit dem man sich maximal selbst schädigt. Und Ihrer Meinung nach sollte das Hauptziel der Drogen- und Suchtprävention in der Geringhaltung individueller und sozialer Schäden, nicht aber in der Konsumverhinderung liegen. Daher meine Frage, ist das die Intention freie Fahrt auch für andere Drogen, Kokain etc.? Die zweite Frage richtet sich an Herrn Dr. Hallmann. Sie sprechen sich ja für eine Neubewertung von Cannabis in Form der Entkriminalisierung aus. Sie sprechen da von der Übernahme in das Ordnungswidrigkeitsrecht, da diese die Suchtprävention verbessere. Auch sollten Suchtstoffe generell neu bewertet werden. Erst dann sei es so möglich, so sagen Sie, eine geforderte Neuausrichtung der Drogenpolitik anzugehen. Meine Frage daher, wie sieht solch eine Neubewertung aus? Und die zweite Frage an Sie, an einer Stelle sprechen Sie von einer Quasi-Legalisierung, die bei vielen Jugendlichen stattgefunden habe. Also würde eine, wie auch von Ihnen geforderte, Entkriminalisierung, Übernahme nicht zu einer de facto Legalisierung führen? An Herrn Professor Reimer hätte ich die Frage, Sie sprechen sich für Modellversuche zur kontrollierten Abgabe von Cannabis aus und sagen, die Versuche sollen räumlich und zeitlich begrenzt sein unter strengen wissenschaftlichen Kriterien. Für wie nötig erachten Sie solche Modellversuche im Hinblick auf den Erkenntnisgewinn? Wir haben ja ausreichend viele empirische Beispiele anhand anderer Informationen gesammelt und ausgewertet. Holland und Portugal seien hier als Stichworte genannt. Und die letzte Frage richtet sich an Frau Professorin Franke von dem LWR-Klinikum Düsseldorf. Was mich da interessieren würde, Sie sprechen, eine Legalisierung hätte aus Ihrer Sicht gegenteilige Effekte und richten Ihren Fokus auch auf die psychiatrischen, suchtmedizinischen Aspekte und sagen, dass eine erleichterte Verfügbarkeit perspektivisch eher zu einer Zunahme von erheblichen Problemen führen kann, wenn Sie das bitte noch einmal ausführen würden. Danke. Herzlichen Dank, Herr Kollege Yüksel. Frau Schneider, bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, auch die FDP-Fraktion dankt Ihnen herzlich, dass Sie uns hier bei dieser Thematik helfen wollen und hat gleich ein paar Fragen. Ich fange mal an mit Herrn Professor Reimer. Wenn ich so Ihre Ausführungen durchschaue, beklagen Sie so ein bisschen die Ungleichbehandlung Cannabis und Alkohol. Jetzt frage ich mich, bei Alkohol haben wir zum Beispiel, was das Autofahren betrifft, eine 0,5-Promille-Grenze. Wie wollen Sie das dann mit dem Cannabis regeln? Nächste Frage geht an Dr. Reimann von der LWL-Klinik in Ablerbeck. Wir haben da schon einige Diskussionen zu diesem Thema gehabt. Ich höre dann immer wieder, naja, einmal kiffen macht nichts aus. So einmal ist kein Mal. Wir haben früher auch gekifft und es hat uns nicht geschadet.
Und so schlimm ist das alles nicht. Sie erleben das ja in Ihrer Klinik jeden Tag. Da wüsste ich einfach mal gerne, ob das jetzt stimmt oder ob Sie das anders sehen. Und Dr. Heilmann von der Ginkgo-Stiftung, Dr. Heilmann, mich würde noch interessieren, wenn Cannabis jetzt entkriminalisiert, legalisiert, wie auch immer würde, welche Möglichkeiten oder welche neuen Herausforderungen brächte das denn in Bezug auf die Suchtprävention mit sich? Dankeschön. Dankeschön, Frau Kollegin. Und Herr Kollege Preuß, Ratsänderung. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Damen und Herren, auch seitens der CDU-Fraktion herzlichen Dank für die Zusendung der schriftlichen Stellungnahmen. Ich habe zwei Fragen. Die eine Frage richtet sich an Frau Dr. Franke. Aus der Stellungnahme ist ersichtlich, dass das Alter der Erstkonsumenten in den letzten Jahren deutlich gesunken ist. Und da wären wir dankbar für eine kurze Darstellung, wie sich der Cannabiskonsum bei Erwachsenen und insbesondere bei Jugendlichen in den letzten Jahren entwickelt hat. Und eine zweite Frage richtet sich an Herrn Dr. Reimann, an Frau Dr. Franke und an Frau Brünger, dort insbesondere im Hinblick auf die Prävention, auf den Präventionsgesichtspunkt abgestellt, der auch in der schriftlichen Stellungnahme erwähnt ist. Und die Frage ist, was passiert eigentlich, wenn also Cannabis freigegeben wird, um es mal so zu sagen, suggeriert das den Menschen, den Konsumenten, dass diese Droge unbedenklich sei? Ja, das wäre die Frage 2. So, das ist die erste Runde. Wir werden sicherlich eine zweite Runde machen. Ja, davon gehe ich zwingend aus. Und wir fangen mit der Beantwortung an. Frau Brümmer, Sie sind als erstes angesprochen worden, auch von mehreren. Und ich erteile Ihnen jetzt als erstes mal für die Beantwortungsrunde das Wort. Bitte schön. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Sie haben unsere Stellung ja gelesen. Wir haben uns auf einmal auf das Thema Therapeutikum, auf der anderen Seite, jetzt muss ich eben gucken, dass ich mich nicht so rumdrehe, auf das Thema Prävention gestürzt. Sie haben danach gefragt, wie sind die Gewinnmargen, wie kommt es zu dieser Preisgestaltung? Wenn ich darüber Auskunft geben könnte zur Pharmaindustrie, wäre ich wahrscheinlich... Ja, hätte ich einen ganz anderen Job. Die Pharmaindustrie ist leider nicht bereit, natürlich darzulegen, wie ihre Gewinnmargen sind, was ein Stoff kostet und wie dann der Verkaufswert ist. Insofern kann ich Ihnen leider auch nicht sagen, ob sich das verändert, wenn es einen Selbstanbau gibt. Wobei, Sie haben es ja gesehen, wir werden zu dieser politischen Aussage, soll Cannabis freigegeben werden oder nicht, dann nicht äußern. Was die Verfahren angeht, Sie haben es in Ihrer Stellungnahme ja auch schon dargelegt, die Drogenbeauftragte hat deutlich gemacht, dass es im nächsten Jahr ein Verfahren gibt oder ein einfacheres Verfahren, ein Verfahren, was nochmal überdacht wird, weil es in der Tat in jedem Einzelfall beurteilt werden muss, ob Cannabis jetzt tatsächlich für diesen schwerst erkrankten Menschen die einzige und richtige Maßnahme ist. Das heißt, jeder Einzelfall muss medizinisch beurteilt werden und das zeigt, dass das Verfahren einfach lange dauert. Es gibt keine Schablone, die man drauflegen kann. Die Art von Patienten bekommen jetzt Cannabis und die eventuell nicht. Deshalb dauert das Verfahren sehr lange. Ich erhoffe mir ja auch durch das neue Verfahren im nächsten Jahr, dass man da neue Überlegungen hat und auch vielleicht ein paar mehr Handhabungen, als das bisher der Fall ist. Die Zahlen sind natürlich, wie Sie auch gesehen haben, sehr gering. Das heißt, der Teil der Patienten, für die das wirklich die einzige Möglichkeit ist, ist gemessen an allen Erkrankten, auch an chronisch Erkrankten, außerordentlich gering. Das macht die Schwierigkeit natürlich auch aus, vergleichend tätig zu werden. Das, was uns, Sie haben es auch gesehen, besonders natürlich wichtig ist, ist das Thema Prävention, weil wir würden uns wünschen, na andersrum, Sie wissen, dass im Moment ja über das neue Präventionsgesetz diskutiert wird und aller Wahrscheinlichkeit in diesem Jahr auch eine Entscheidung getroffen wird und wir erhoffen uns dadurch nochmal zusätzliche Möglichkeiten. Die gesetzlichen Krankenkassen und die Ersatzkassen insbesondere sind beim Thema Prävention in vielen Projekten, gerade hier in Nordrhein-Westfalen, dabei
Und diese Aktivitäten werden mit Sicherheit im Laufe des Jahres und im Laufe des nächsten Jahres verstärkt. Wir erhoffen uns allerdings auch, dass man im Land das auch als Gemeinschaftsaufgabe anerkennt und nicht nur eine Aufgabe der gesetzlichen Krankenkassen, sondern zu sagen, das ist eine Gemeinschaftsaufgabe, das Thema Prävention und gemeinsame Projekte im Land mit der Gesellschaft, mit den Kommunen, wäre, glaube ich, eine wünschenswerte Geschichte. Inwieweit die Freigabe, das war ja Ihre Frage, Herr Preuß, dazu führen kann, das ist auch so ein bisschen in die Glaskugel gesprochen, aber es ist in der Tat wie mit anderen Suchtmitteln auch, ob nun die frei verkäuflichen Nikotin und Alkohol, in dem Bereich sind wir außerordentlich aktiv, weil in dem Bereich natürlich der Zugang sehr, sehr, sehr leicht ist. Es ist zu befürchten, dass es da größere Kraftanstrengungen bedarf, dann beim Thema Prävention. Aber all die Entscheidung ist ja noch nicht getroffen. Aber Präventionsprojekte zu verstärken, ist, glaube ich, auf jeden Fall sinnvoll und das auch gemeinsam zu tun. Dankeschön, Frau Brümmer. Die Frage von der Verfügbarkeit und Nutzbarkeit ist ja von mehreren Abgeordneten gefragt worden. Ich würde jetzt, Herr Lammler hatte Herrn Wurth auch angesprochen vom HAMV-Verband in der Frage, der würde ich gerne als Zweiten das Wort geben. Bitte schön, Herr. Danke. Es ging um die Ausnahmegenehmigungen durch das BfArM und dass die sehr restriktiv sind. Dem kann ich nur zustimmen. Ein Stichwort wurde gerade schon genannt. Das muss die einzige Alternative sein. Als Beispiel, jemand hat starke Schmerzen. Wenn da auch Opiate helfen, Morphium, in gleicher Weise, dann muss der Patient Morphium nehmen und bekommt keinen Cannabis, obwohl Cannabis weniger abhängig macht und auch weniger Nebenwirkungen hat, wie uns viele berichten. Aber das Problem ist ja eigentlich überhaupt dieses ganze Antragsverfahren beim BfArM. Jede andere normale Medizin wird einfach vom Arzt beschrieben, kann in der Apotheke abgeholt werden. Bei Cannabis wird ein Riesenpopanz aufgebaut. Man muss quasi bei der Bundesregierung, bei Frau Merkel beantragen, ob man jetzt Hanfblüten für seine Krankheit bekommen darf oder nicht. Das ist eine Sache, die extrem restriktiv bei Cannabis gehandhabt wird. Und man muss auch dazu sagen, es gibt eben nicht nur Hanfblüten, sondern auch andere Pharmaprodukte auf Cannabisbasis, die viel mehr genutzt werden als Hanfblüten, nämlich Dronabinol, pures THC und Sativex, was ein Spray ist und nach meinen Informationen ganz wesentlich nicht von den Krankenkassen übernommen wird, anders als in der Stellungnahme der Ersatzkassen geschrieben ist, sodass sich da eine Zweiklassenmedizin aufgebaut hat und Leute, die viel Geld haben und sich Dronabinol leisten können, was wesentlich teurer ist als die Hanfpflanzen, sich das einfach auf BTM-Rezept vom Arzt verschreiben lassen können und alle anderen müssen dieses Riesengedöns mit dem Antrag beim BfArM durchstehen. Und die Zahl der möglichen Begünstigten ist erheblich höher, als jetzt gerade die Zahl der Genehmigungen vermuten lässt. Es wurde ja gesagt, 100 paar Zerquetschte haben diese Genehmigung. Nach meinem Kenntnisstand sind aktuell eher 250, aber sehr wenige. Aber die Zahl der Menschen, die profitieren könnte, liegt meiner Meinung nach bei etwa 1% der Bevölkerung, 800.000 Menschen, denen im Moment nicht geholfen wird durch diese restriktive Handhabung. Das deckt sich etwa mit der durchschnittlichen Zahl in USA, nicht Kalifornien, wo praktisch jeder Cannabis als Medizin kriegt, sondern durchaus auch mit Staaten, die einen eingeschränkten Katalog haben an Krankheiten. Und auch wenn man sich die Bandbreite von Cannabis ansieht, von Glaukom, MS, Tourette, Schmerzen und so weiter und so fort, da könnte ich jetzt hier stundenlang eine riesige Liste aufzählen. 800.000 Menschen könnten profitieren, wenn man das Ganze vernünftig regeln würde. Danke. Okay, meine Damen und Herren, das ist ja angesprochen worden, auch von Herrn Lammler, die Bemühungen, die derzeit die Drogenbeauftragte und Herr Gröhe, da wollen wir mal abwarten, dass wir jetzt auch so ein bisschen in die Kugel gucken, was dabei rauskommt. Frau Dr. Franke ist von mehreren angesprochen worden. Bitte schön, Frau Dr. Franke. Ich bin zunächst mal darauf angesprochen worden, auf diesen einigermaßen Rückgang von durch die restriktiven Reglementierung im Rahmen des Jugendschutzgesetzes, dass es also zu kontinuierlichen Rückgängen gekommen ist von Alkohol und auch Nikotinkonsum und ob man das nicht zum Beispiel auf den Cannabisgebrauch übertragen kann. Und ich denke mal immer, die beste Prävention ist eine, die praktisch gar nicht, also die Therapie, die gar nicht erst greifen muss, nämlich wenn Patienten gar nicht zu diesen Drogen oder zu
bestimmten Missbrauch von Substanzen verführt werden. Und das wäre in jedem Falle gegeben, wenn Cannabis legal zu erwerben wäre. Es würde in aller Wahrscheinlichkeit eine Zunahme des Konsums kommen. Das ist zumindest ein soziologisches Experiment, was ich sehr kritisch sehe aus der medizinischen Sicht, dass es eben Zunahme zu einer Psychose kommen würde oder auch zu akuter Eigen- und Fremdgefährdung. Wie wir das bislang in einigen Studien epidemiologisch auch belegt sehen. Also kurzum, ich denke, dass die Freigabe von Cannabis eher zu einem vermehrten Konsum führen würde und dann präventive Maßnahmen sehr viel schwieriger greifen würden. Das sehen wir jetzt auch bei den Nikotinabhängigen. Es gibt bislang gerade was den Konsum von Tabakwaren angeht, denn Cannabis würde ja auch, außer zu medizinischen Zwecken, auch inhaliert werden. Gibt es also massive Lungenprobleme, das ist unter Cannabiskonsum erwiesenermaßen 2- bis 3-fach erhöht, das Risiko wie unter normalem Tabakkonsum. Und wir kennen, gestern sind die S3-Leitlinien zur Tabakabhängigkeit vorgestellt worden. Es gibt, was den Tabakkonsum angeht, keinen risikoarmen Tabakrauch. Und insofern gibt es, was den Cannabiskonsum angeht, auch in meinen Augen keinen risikoarmen Cannabiskonsum. Und das ist ein Unterschied zum Beispiel zum Alkohol, wo wir durchaus lernen oder durchaus ein Lernverhalten da ist, wo wir sagen, es wird ein kontrollierter Konsum ist durchaus denkbar. Das ist im Rahmen von Cannabis eben nicht erwiesen. Es gibt da keine, zumindest keine Befunde dazu. Und darauf möchte ich mich stützen. Ich weiß nicht, habe ich jetzt alle, es waren viele Fragen, die in die Richtung gehen. Also betonen möchte ich nochmal, dass unter Cannabiskonsum das Psychoserisiko deutlich erhöht ist. Es gibt große epidemiologische Studien aus den skandinavischen Ländern, die das gezeigt haben, dass also auch im frühen bei frühem Erstkonsum das Risiko für die Entwicklung einer schizophrenen Psychose deutlich erhöht ist, also zum Teil verdoppelt auch ist. Unabhängig von der Psychose gibt es eben dieses amotivationale Syndrom unter Cannabiskonsum, Verlust an Freude, Initiative, Konzentrationsvermögen, womit wir als Psychiater im Rahmen des täglichen, unserer täglichen Arbeit zu tun haben und was sehr schwierig ist, dann auch wieder medikamentös oder auch psychotherapeutisch zu behandeln. Zu erwähnen eben die Patienten mit den sogenannten Doppeldiagnosen, Depression, Psychose plus Cannabismissbrauch, Abhängigkeit. In den vergangenen 20 Jahren hat sich tatsächlich der Cannabiskonsum oder überhaupt die Konzentration der Cannabisprodukte deutlich erhöht. Deshalb demzufolge ist auch die Auswirkungen, die psychotischen Entgleisungen unserer Patienten sind deutlich schwerwiegender. Wir sehen durchaus viele exzessive Konsumenten und es ist aus meiner fachärztlichen Sicht kein zu verharmlosender Konsum. Die Patienten, die wir sehen, sind wirklich schwer krank. Und die Befürchtung, die ich habe, ist, dass durch den sehr liberalen Umgang mit Cannabis, dass sich diese Rate deutlich erhöhen würde. Habe ich jetzt alle Fragen einigermaßen beantwortet? Wenn Sie die Auffassung sehen, Sie hätten erstmal alle Fragen beantwortet. Ja. Wenn Sie eine offen gelassen haben, wird derjenige, der Sie gefragt hat, sicherlich in der zweiten Runde nochmal melden und das anmahnen oder nachfragen. Ich würde jetzt Herrn Dr. Hallmann als nächstes das Wort geben. Er ist, glaube ich, von allen angesprochen worden. Bitte schön, Herr Dr. Hallmann. Ja, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, es waren viele Fragen. Versucht die mal zusammenzufassen. Also zunächst mal, was mich grundsätzlich an dieser Debatte stört, ist die
ungenaue Formulierung, was wollen wir überhaupt? Da wird von Freigabe, von Legalisierung, von Entkriminalisierung gesprochen. Und wenn wir nicht im Vorfeld bereits abklären, wovon reden wir überhaupt? Reden wir von einer kontrollierten Abgabe, sehr begrenzt? Reden wir davon, was ich gestern im Radio wieder gehört habe, ja, Cannabis wird in der Medizin eingesetzt, gibt es da demnächst am Kiosk zu kaufen? Also diesen Blödsinn, von der möchte ich mich erstmal ein bisschen distanzieren, dass wir erstmal gucken, worum geht es überhaupt? Und wir von der Prävention haben natürlich eine Zielgruppe von Jugendlichen, teilweise von sehr Jugendlichen. Und da ist es überhaupt keine Frage, dass hier der Jugendschutz greift und auch das Ziel, dass diese Jugendlichen möglichst kein Cannabis konsumieren. Und bei der darauf folgenden Frage, ist Cannabis harmlos? Nein, Cannabis macht abhängig. Wir haben in unserer Beratungsstelle Jugendliche, die abhängig sind. Wir haben Jugendliche, die an Psychosen leiden, weil sie sehr früh konsumiert haben, weil sie teilweise ein THC-Gehalt bei ihren Cannabis-Produkten gehabt haben, was wesentlich höher liegt als vielleicht in früheren, wo noch der selige Kiffer eine Rolle gespielt hat. Das heißt, es ist ein Problem. Und wir erreichen Jugendliche durch die Prävention. Wir haben es geschafft, auch teilweise durch die Nikotinprävention. Jemand, der nicht raucht, der also auch nicht früh raucht, da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er auch nicht andere Rauchwaren zu sich nimmt, sei es Cannabis oder Ähnliches. Das heißt, wir haben es geschafft, dass ein später Einstieg möglich ist. Aber wir haben es nicht geschafft, dass alle Jugendlichen sagen, wir rauchen kein Cannabis, sondern wir haben trotz Jugendschutz, trotz Verbote, trotz allem, was es gibt, einen Teil von Jugendlichen, die kiffen, teilweise die früh kiffen. Und wir kommen auch an diese Jugendlichen ran. Aber was sagen wir denen? Und hier haben wir unterschiedliche Methoden entwickelt. Motivierende Kurzintervention ist eine Methode, die wir bei vielen Multiplikatoren schon vermittelt haben. Also wie spreche ich mit Jugendlichen, die Cannabis rauchen, die nicht in die Beratungsstelle gehen, sondern die im Jugendzentrum auffallen, die vielleicht in der Schule auffallen oder auch zu Hause auffallen. Wie kann ich mit denen sprechen? Wie kann ich mit denen so sprechen, dass ich ihnen die Risiken glaubwürdig vermittle? Und das ist unser Vorgehen. Und da scheitern wir natürlich an der Gesetzgebung. Kein Lehrer wird offen mit einem kiffenden Schüler über seinen Cannabiskonsum sprechen, wenn er weiß, dass er möglicherweise belangt werden kann. Und wir haben eine Stellungnahme bzw. einen Erlass in der Schule, dass, wenn Jugendliche in der Schule auffallen mit Kiffen, dass zunächst mittlerweile die Drogenberatung oder die Suchtberatung oder die Prävention benachrichtigt werden soll, die dann dort zugänglich wird. Das habe ich einem Polizeibeamten erklärt und habe gesagt, boah toll, das ist ja schon ein Fortschritt. Ich sagte, und? Wenn der Lehrer etwas findet, ein Klümpchen Cannabis, und vernichtet das und redet mit dem Jugendlichen und sagt, okay, das war's dann, dann wird im nächsten Schritt, wenn der Jugendliche möglicherweise auffällt durch einen Dealer oder was auch immer, gefragt haben, wo ist denn das Cannabis oder der Shit, wie man sagt, geblieben, habe ich meinen Lehrer gegeben. Ja, das ist Vernichtung einer Beweislage, das ist möglicherweise auch Unterlassung. Also jeder Lehrer ist in dem Fall möglicherweise gefährdet, belangt zu werden. Und das wissen zum Teil die Lehrer und deswegen sagen sie, lass mich ja damit in Ruhe. Oder rufen gleich die Polizei. Das heißt, wenn wir eine Entkriminalisierung machen und durchsetzen, wo es also nicht mehr kriminalisiert heißt, und das sagt der Bund der Kriminalbeamten ja auch, wenn wir also nicht Jugendliche, die aufgrund von irgendwelchen Dingen mal kiffen, in eine Kartei kommen, sondern wenn wir gesundheitspolitisch vorgehen können, also die Prävention da tätig werden kann, im Vorfeld und möglicherweise auch gemeinsam mit dem Jugendlichen risikoarme Konsumformen vereinbart, dann sind wir einen Schritt weiter und verhindern möglicherweise, dass psychotische Erscheinungen kommen. Aber das geht im Augenblick nicht. Das geht im Rahmen der Beratung möglicherweise, aber die Beratung selbst und auch die Präventionsfachkräfte, die hauptamtlich arbeiten, haben einen gewissen Schutz. Aber diesen Schutz hat ein Lehrer nicht, diesen Schutz hat ein Jugendbetreuer nicht und diesen Schutz haben auch die Jugendarbeiter in Jugendzentren, die auch mit konsumierenden Jugendlichen betreut werden. Und deswegen wäre es zu prüfen, und ich sage nicht, ich bin für eine Legalisierung, sondern wäre zu prüfen, was eine Entkriminalisierung möglich macht, der Prävention, das gemeinsam mit Experten und Fachleuten. Und dann wurde ich nochmal gefragt, ja, warum nicht legalisieren? Auch hier weiß ich nicht, was heißt das jetzt? Heißt das jetzt Freigabe? Wenn ich mir im Augenblick das ansehe, was in Amerika abläuft, ist es eine Kommerzialisierung. Da läuft jetzt die Werbung. Ich habe eine Werbung gelesen, lieber kiffen, besser als Alkohol. Da wird eine Droge gegen die andere ausgetauscht.
Da ist erstmal die Frage, sind wir so weit, dass wir das schon diskutieren können oder müssten wir dann nicht auch überlegen, welche Formen gibt es, welche Formen auch der Abgabe gibt es, wie ist die Prävention angesiedelt, wie ist der Jugendschutz angesiedelt? Das sind alles Fragen, die bei dieser Diskussion, wollen wir freigeben, legalisieren, überhaupt nicht beantwortet sind. Und von daher bin ich im Augenblick auch noch gegen eine Legalisierung. In dem Sinne, wie ich es auch in der Stellungnahme definiert habe, möglicherweise ist eine kontrollierte Abgabe möglich, aber auch das muss geklärt werden. Da haben wir auch andere Länder, an denen wir uns orientieren können. Da sollte man abwarten, wie sind die Erfahrungen da. Und von daher glaube ich, dass wir noch viel zu früh sind. Ich hätte auch nicht geglaubt, dass Amerika, die haben ja in den 1930er Jahre Cannabis dann unter das Verbot gestellt, dass die irgendwann mal so weit kommen und die Vorreiter sind für eine Legalisierung. Das ist immer etwas kurios. Aber letztendlich kann ich nur aus Sicht der Prävention urteilen und da denke ich mir, die Prävention ist aufgestellt, aber sie muss über das Abstinenzpostulat hinausgehen können. Wir müssen eben auch Jugendlichen, wie es bei Alkohol ist, konsumreduzierende oder risikoreduzierende Formen beibringen. Und letzter Satz, wir haben ja das HALT-Projekt, Jugendliche, die ins Krankenhaus kommen aufgrund eines Alkoholmissbrauchs. Die werden angesprochen von Mitarbeitern aus diesem Projekt und können an einem Risikocheck teilnehmen. Und an diesem Risikocheck kommen Jugendliche zusammen. Da wird darüber diskutiert, was ist Risiko, was ist Risikokompetenz, wo ist besser aufzuhören, werden also Regeln aufgestellt. Und ich denke, wenn wir es erreichen bei Konsumenten von Cannabis, die wir ja auch praktisch über die Beratung, auch über die Prävention kennenlernen, was Ähnliches machen können, ein Risikocheck mit Cannabiskonsumenten, mit dem Ziel zu reduzieren, möglicherweise auch ganz aufzuhören, aber auch nicht mit der Illusion, dass das schnell geht. Wenn das funktioniert, dann hat eine Entkriminalisierung auch einen Wert. Aber wie gesagt, bei der Legalisierung habe ich noch meine Probleme und vor allen Dingen mein Problem damit, wenn ich nicht weiß, was damit überhaupt gemeint ist. Und da ist die Bandbreite der Definition etwas weit gefasst und das sollte man etwas besser definieren und präziser definieren. Jetzt weiß ich gar nicht, jetzt habe ich viel gesagt, aber ob alles beantwortet ist, weiß ich nicht. Auch da machen wir das nach dem altbewährten Prinzip. Falls Sie eine Fragestellung nicht hinreichend beantwortet haben, wird derjenige, der die Frage gestellt hat, sich sicherlich in der zweiten Runde nochmal bemerkbar machen. Ich würde dann jetzt gerne Herrn Dr. Werse bitten, er ist auch von vielen angesprochen worden, auf die Fragen, die ihm gestellt worden sind, einzugehen. Bitte schön, Herr Dr. Werse. Ja, vielen Dank. Dann gehe ich doch zunächst mal auf die erste Frage ein. Da ging es um die Frage, ob der Jugendschutz mit Aufhebung des Cannabisverbots sogar verbessert werden könnte. Das Ganze vor dem Hintergrund, ob das BTMG bzw. auch die Entschärfung, also eine mögliche Entschärfung des BTMG, ein Signal an Jugendliche sendet und ob es dazu Forschungsergebnisse gibt. Das ist also bezieht sich auch so ein bisschen darauf, was irgendwie von konservativer Seite, sage ich mal so, eigentlich immer kommt in dem Zusammenhang, nämlich dieser Begriff, das falsche Signal, also dass an Jugendliche durch eine Legalisierung ein falsches Signal ausgesendet wird, dass auch sie jetzt so viel kiffen können, wie sie wollen, so in etwa. Gibt es dazu Forschungsergebnisse? Solche Forschungsergebnisse sind Mangelware, da es bisher so konkrete Versuche mit Legalisierung oder mit legaler Regulierung kaum gegeben hat. Aus Colorado, das ist ja halt so das aktuellste Beispiel, was wir da so bisher mitbekommen haben, ist widersprüchlich. Es gibt eine Studie, die einen Rückgang sogar des Cannabiskonsums bei Jugendlichen anzeigt, eine andere auch einen Anstieg. Will ich es mal so stehen lassen, also sprich uneindeutiges Ergebnis in der Hinsicht. Dann gibt es eine Studie der Europäischen Drogenbeobachtungsstelle, wo sie sich, wurde auch immer wieder zitiert in diesem Zusammenhang, in dem sie sich unterschiedliche Länder angeguckt haben, die entweder die Cannabis-Gesetze verschärft haben oder erleichtert haben und sie kamen zu dem Endergebnis, es gibt keinen Effekt. Also teilweise gingen die Raten dann hoch, nachdem liberalisiert wurde, teilweise gingen die Raten auch hoch, nachdem verschärft wurde. Sprich, das Gesetz hat, wenn überhaupt, oder die gesetzliche Lage hat, wenn überhaupt, nur einen sehr geringen Einfluss auf den Konsum unter Jugendlichen. Und es gibt viele andere Faktoren, die da einfach eine Rolle spielen, also insbesondere historische, soziokulturelle Dinge. Die Niederlande,
Das ist ja, die haben ja so die längste Erfahrung mit einer de facto Legalisierung. Es ist ja eben nur de facto. Also eigentlich ist ja noch alles illegal, aber zumindest darf man sich legal als Erwachsener Cannabis beschaffen. In den Niederlanden gibt es zwar nicht besonders niedrige Prävalenzraten von Cannabis, auch unter Jugendlichen, aber sie sind immer meistens durchaus ähnlich wie in den Nachbarstaaten, in denen es eine andere Regelung gibt, also ähnlich wie in Belgien oder in Deutschland oder auch in Frankreich. Und die Entwicklung dieser Prävalenzraten verlief meistens ungefähr parallel oder leicht zeitversetzt zu anderen Ländern, sodass man also auch nicht sagen kann, da wo sie vielleicht mal verschärft haben, wurde es weniger, da wo sie liberalisiert haben, wurde es mehr. Also auch da hat man keine Zusammenhänge feststellen können. Es gibt also wenig Anhaltspunkte dafür, dass an dieser These des falschen Signals irgendetwas dran sein könnte. Was dieses Signal angeht, ist es meiner Meinung nach wichtig, dass Prävention glaubwürdig sein kann. Herr Hallmann hat ja eben gerade dankenswerterweise schon mal ein bisschen ausgeführt, was es derzeit unter der derzeitigen Lage für Probleme gibt, zum Beispiel bei Lehrern irgendwie sinnvoll Prävention durchführen zu können bei Jugendlichen. Also bislang ist es so, Cannabis ist für alle verboten und die Empfehlung, gar nicht zu konsumieren, die im Grunde genommen so über allem schwebt, gilt für alle, auch für Jugendliche. Die Gefahren von Cannabis werden oftmals überbetont. Viele Jugendliche glauben das nicht. Also gerade Jugendliche, die sich interessieren für Cannabis, wenn sie immer wieder irgendwelche Broschüren lesen, in denen steht, wie schlimm Cannabis ist, und sie erleben in ihrem Umfeld was ganz anderes, glauben daran einfach nicht. Unter legalen Bedingungen wäre es viel sinnvoller, wirklich gezielt die Risiken von Cannabis anzusprechen. Also zum Beispiel, dass Dauerkiffen natürlich nicht gut ist, dass es nicht gut ist, wenn man früh damit anfängt, dass es für einzelne Personen, die eine psychische Vorbelastung haben, ganz besonders problematisch sein kann, Cannabis zu konsumieren. Aber es sollte eben auch immer die Botschaft rüberkommen, in moderater Form kann Cannabiskonsum relativ ungefährlich sein. Also relativ ungefährlich, nicht komplett unbedenklich, das behauptet keiner. Dann ein weiteres Moment, was das Signal angeht, ist die derzeit noch bestehende unterschwellige sozusagen politische Motivation, die viele jugendliche Kiffer haben. Also quasi so diese Ansicht, ja, das ist ja total ungerechtfertigt, dass Cannabis verboten ist. Alkohol ist ja viel schlimmer. Das ist also wirklich so eine Argumentationsfigur, die sehr verbreitet ist unter Jugendlichen und die vielleicht jetzt nicht die Hauptmotivation ist, aber die immer oder bei sehr vielen Jugendlichen mitschwingt, und unter Umständen individuelle Probleme mit dem Cannabiskonsum verdecken könnte. So, diese Motivation würde komplett wegfallen. Ich will jetzt nicht alle Punkte ansprechen, die in dem Zusammenhang von Bedeutung sind, aber zum Beispiel auch die Schwelle, sich bei einer Beratung zu melden, würde weiter sinken. Das heißt, wenn angenommen nach einer Cannabis-Legalisierung würden die Beratungszahlen ansteigen, dann könnte man das natürlich sagen, aha, es gibt mehr Leute, die Probleme haben, aber möglicherweise wäre es tatsächlich da müsste man dann auch gezielte Studien durchführen, dass also Leute, die schon länger Probleme mit Cannabis haben, dadurch, dass eben diese strafrechtliche Drohung nicht mehr besteht, auf einmal auch bereit sind, sich beraten zu lassen, um davon irgendwie runterzukommen. Grundsätzlich sei zu diesem Thema nochmal gesagt, bei vielen Experten herrscht eigentlich mittlerweile Konsens, dass es nicht darum geht, den Konsum grundsätzlich zu verhindern. Das ist sowieso kaum möglich bei mehreren Millionen regelmäßigen Cannabiskonsumierenden, sondern dass man schädliche Formen des Konsums verhindern sollte. Und gerade besonders Gefährdete hält das Verbot kaum ab, also nicht vom Zugang und auch nicht vom Konsum. Ganz im Gegenteil, gerade Leute, die besonders intensiv konsumieren, haben durch das Verbot bisher nur sehr gute Möglichkeit, einfach ein bisschen mehr einzukaufen und durch den Weiterverkauf sich ihren eigenen Konsum zu finanzieren. Das ist also sehr weit verbreitet, kriegen wir in unseren eigenen Studien auch immer wieder mit. So viel zu dieser ersten Frage. Meine Antwort zu den beiden anderen Fragen wird jetzt wesentlich kürzer ausfallen. Zunächst mal die zweite Frage ging nach Konzepten, wie eine Legalisierung aussehen könnte. Da haben sich jetzt nun viele Leute schon drüber Gedanken gemacht und es gibt die verschiedensten Konzepte, aber das Konzept einer Freigabe, das, was gerne eben auch von der Gegenseite so ein Kampfbegriff ist, man gibt Cannabis frei, das will eigentlich keiner. Also keines von diesen Konzepten sieht das vor, dass man einfach quasi das dem freien Markt überlässt.
sondern mindestens mal soll der Jugendschutz wesentlich besser eingehalten werden, als das bei Alkohol und bei Tabak der Fall ist. Ich weiß auch nicht, wie Frau Dr. Franke eigentlich zu der Auffassung gekommen ist, dass es bei Alkohol mittlerweile so viel besser funktionieren würde. In unseren Befragungen, die wir regelmäßig unter Jugendlichen durchführen, hat sich das überhaupt nicht abgezeichnet. Jugendliche kommen immer noch genauso leicht an oder schwer, aber meistens halt relativ leicht an Alkohol, wie es noch vor ein paar Jahren der Fall gewesen ist. Also das sollte man bei Cannabis wesentlich stärker kontrollieren, und das wäre auch möglich bei einer Droge, die ja erst noch legalisiert werden muss, dass man eben eine begrenzte Anzahl an Vergabestellen einrichtet. Keine Werbung erlaubt natürlich, auch das ist natürlich noch ein ganz anderes Thema, Alkoholwerbung etc. Und es gibt da auch verschiedene Veröffentlichungen darüber, wie sowas aussehen könnte. Da muss ich jetzt aber nicht im Einzelnen darauf eingehen. Dann gab es noch die Frage, wenn ich mich für die Entkriminalisierung oder auch für die Legalisierung von Cannabis einsetze, war die Formulierung von den Kollegen von der SPD, ob das dann auch freie Fahrt auch für andere Drogen bedeuten würde. Freie Fahrt hört sich schon wieder genauso an wie Freigabe. Nein, das will garantiert keiner. Das will ja eben auch keiner bei Cannabis. Ich persönlich bin auf jeden Fall dafür, dass man geringe Mengen von jeglichen Drogen entkriminalisieren sollte, dass also der Konsument überhaupt nicht mehr bestraft wird dafür, wenn er irgendwie eine gewisse Menge dabei haben sollte. Das würde auch viele absurde Situationen, zum Beispiel von einem Junkie in der Straßenszene, der gerade zum Beispiel auf dem Weg zum Druckraum ist, in dem er eigentlich konsumieren darf, aber dann sein Heroin abgenommen bekommt. Also das würde einfach dadurch auch wegfallen. Auch sinnlose Beschäftigungen für die Ordnungsbehörden. Aber ich wäre jetzt nicht dafür, dass man jetzt gleich auf einen Schlag auch Vergabestellen für Kokain und für Heroin und so weiter einführen sollte. Da könnte man natürlich nochmal drüber reden, ob man da in irgendeiner Weise eine wesentlich kontrolliertere Vergabe in Apotheken mit wesentlich höheren Hürden irgendwann einführen könnte. Aber diese Diskussion ist, glaube ich, noch ganz am Anfang. Und zum Glück ist im Moment die gesellschaftliche Diskussion um Cannabis schon wesentlich weiter fortgeschritten, sodass man da auch konkret darüber diskutieren kann, sowas wirklich umzusetzen. Danke. Herzlichen Dank erstmal bis hierhin. Herr Professor Reimer, Sie waren von auch einer Reihe von Kollegen angesprochen worden. Bitte schön. Ich bin zu zwei Dingen gefragt worden. Einmal, warum ein Modellversuch und Alkohol und Cannabis, wie sieht das mit Autofahren aus? Einmal zum Modellversuch. Sie, Herr Yüksel, hatten ja gesagt ist, wir haben Daten vorliegen aus Südamerika, aus den USA und auch aus den Niederlanden, und kann man das nicht einfach übertragen? Wir haben ja hier auch in dieser Runde gehört, dass Befürchtungen in die Richtung da sind, dass die Prävalenz von Cannabiskonsum steigen könnte, also dass Menschen mehr Cannabis rauchen könnten, wenn eine regulierte Abgabe möglich wäre. Aus allen Daten, die ich kenne, gibt es keine belastbaren Hinweise dafür, dass die Prävalenz, also die Häufigkeit des Cannabiskonsums in den vorgenannten Ländern gestiegen ist, auch insbesondere aus den Niederlanden nicht. Nichtsdestotrotz ist es nicht möglich, ein politisches und Gesellschaftssystem mit dem anderen zu vergleichen. Das heißt, wir können nicht das System, das in einem anderen Land funktioniert, eins zu eins zu uns übertragen, sondern wir müssen eins für ein System finden, das hier im deutschen Kontext letztlich auch passt. Und da müssen wir die Bedingungen herausfinden, wie eine regulierte Abgabe letztlich stattfinden kann und welche Auswirkungen das auf die individuelle Gesundheit des Konsumenten hat, aber natürlich auch die Auswirkungen auf die Gesellschaft betrachten. Und da komme ich dann auf die Anfrage von der Kollegin von der FDP, die ja gefragt hatte, Cannabis und Autofahren. Also da gibt es belastbare Daten dazu, dass unter einer akuten Cannabis-Intoxikation das Risiko, in Autounfälle verwickelt zu sein, auf das Doppelte steigt. Daraus ergibt sich ganz einfach, dass Cannabiskonsum und Autofahren sich an der Stelle nicht verträgt. Und das muss halt auch so geregelt sein. Wir haben natürlich das Problem, dass wir bei Alkohol gute Detektionsmethoden haben und auch eine gute Dosis-Wirkungsbeziehung, die man dann auch durch Atem-Alkoholkontrolle gut erkennen kann. Beim Cannabis ist das nicht ganz so einfach. Aber aus meiner Sicht sollte das jetzt nicht dazu führen, diese ganze regulierte Abgabe in Frage zu stellen, sondern sich zu überlegen, wie man diesen Punkt gut regeln kann. Herzlichen Dank.
Herr Dr. Reimann war, glaube ich, von Herrn Kollegen Preuß angesprochen worden. Herr Dr. Reimann. Ja, Vorsitzender, sehr verehrte Anwesende. Drei Fragen waren eigentlich an mich gerichtet worden. Einmal, wie Cannabis sich abbildet in einer psychiatrischen Großklinik. Ich komme ja aus der LWL-Klinik Dortmund-Apterbeck. Da gibt es einmal Cannabiskonsumenten im Bereich der Patienten der allgemeinen Psychiatrie, die an schizophrenen Psychosen leiden. Patienten, die bei einer schizophrenen Psychose weiterhin Cannabis konsumieren, haben eher ungünstige Verläufe, sind häufiger bei uns in der Klinik. Im Bereich der Suchtmedizin haben wir sind zuständig für ungefähr 1 Million Menschen, was die Akutbehandlung Suchtmedizin angeht, illegale Drogen, haben wir 2500 Aufnahmen im Jahr. Davon ist ungefähr ein knappes Drittel aktuell Cannabiskonsument. Nur wenige dieser Menschen, die Cannabis konsumieren, kommen wegen des Cannabiskonsums zur suchtmedizinischen Behandlung. Die hat es immer schon gegeben in den letzten 20 Jahren. Das hat langsam zugenommen. Erfreulicherweise hat eine zunehmende Entspannung des Hilfesystems stattgefunden, sodass mittlerweile Cannabiskonsumenten, die abhängig konsumieren, das ist ja eine Minderheit aller Cannabiskonsumenten, die aus dem Konsum aussteigen wollen, unproblematisch suchtmedizinische Behandlung in Anspruch nehmen können. Das ist immer zunächst eine ambulante Intervention. Manchmal läuft ja auch beim niedergelassenen Arzt schon. Wenn es ambulant nicht geht, gibt es auch die Möglichkeit, eben einen regulären, stationären, qualifizierten Cannabisentzug zu machen. Und der darf dann auch über 3 oder 4 Wochen gehen und hat auch entsprechende Erfolge. Und es ist mittlerweile auch unproblematisch möglich, Cannabiskonsumenten wegen Cannabisabhängigkeit in medizinische Rehabilitation Sucht zu vermitteln. Das war vor 20 Jahren ja auch gar nicht möglich. Also da hat sich deutlich was verbessert, da hat eine gewisse Entkrampfung stattgefunden. Zweiter Teil dieser Frage war, wie ist das denn mit Cannabis einzuschätzen? Einmal Cannabis konsumieren ist ja nicht so schlimm. Da kann ich mich anschließen eigentlich an Frau Franke, die ja schon die skandinavischen Studien genannt hat, insbesondere die schwedische Rekrutenstudie, wo ja ein ganzer Jahrgang der jungen schwedischen Männer erfasst worden ist und auf Psychotizismus untersucht worden ist und dann verfolgt worden ist über viele Jahre bezüglich Cannabiskonsum. Und aufgrund dieser Riesenmenge von Menschen, die man da hat einschießen können, hat man auch nachweisen können, dass der einmalige Cannabiskonsum, wenn auch geringfügig, aber doch das Risiko für die Entwicklung einer Psychose erhöht. Also das sind mittlerweile Ergebnisse, die uns sehr hilfreich sind, auch in der Arbeit mit Abhängigkeitskranken. Man soll sicher einen einmaligen Cannabiskonsum nicht irgendwie katastrophisieren und unnötig dramatisieren und man soll ihn auch nicht bagatellisieren. Das ist so eine Gratwanderung, die man sozusagen dahin kriegen muss. Und als drittes, Herr Preuß, Sie hatten auch mich gefragt, wie wohl eine Freigabe von Cannabis aufgegriffen würde. Als beschlossen wurde, den Besitz einer konsumüblichen Menge nicht mehr notwendigerweise strafzuverfolgen, erinnere ich sehr gut, dass viele Cannabiskonsumenten das gefeiert haben als Freigabe von Cannabis. Und jetzt, dass das aktuell auch von der Bundesregierung kommt, überfällig, dass man den Umgang mit Cannabis als vom Arzt verschriebenes Medikament bei entsprechender Indikation endlich mal entkrampfen will und leichter möglich machen will. Auch dieser Schritt wird sicher von Cannabiskonsumenten als eine Freigabe, als eine Legalisierung aufgefasst und gefeiert. Das sollte uns aber nicht daran hindern, zu einer entkrampfteren und sachgerechteren Umgangsweise mit Cannabis zu finden. Und dieser Schritt, der jetzt von der Bundesregierung gegangen wird, ist überfällig und ist einfach nur zu begrüßen. Da schließe ich mich dem Herrn Montgomery uneingeschränkt an. Ich denke, wir sollten aber auch im Umgang mit Menschen, die Cannabis im Freizeitbereich konsumieren, vielleicht riskant konsumieren, schädlich oder abhängig konsumieren, wir sollten dazu einer sachgerechteren, entkrampfteren Vorgehensweise kommen und Menschen, die eben zum Beispiel regelmäßig konsumieren, die Möglichkeit geben, sich beim Arzt eine entsprechende Bescheinigung geben zu lassen. Da hat man gleich einen Arztkontakt, eine motivationale Intervention ist möglich, vielleicht auch was Präventives ist möglich. Es gibt eine Bescheinigung, man kann sich Cannabis ganz normal in der Apotheke kaufen, sowie andere Stoffe, die verschiedene Seitenwirkungen, Nebenwirkungen haben, auch in der Apotheke zu kaufen, sind auf eigene Rechnung. Jeder Schritt Richtung Cannabis-Freigabe, das geht ja immer um Schritte, das geht immer um konkrete Maßnahmen, wird sicher von Cannabiskonsumenten als Legalisierung gefeiert. Wir sollten aber gut darauf achten, dass Cannabis insgesamt eine illegale Droge bleibt. Nicht nur, um Recht behalten zu haben und die grundsätzliche Position der letzten Jahrzehnte zu wahren, sondern auch, was der Sache eigentlich entsprechend ist. Cannabis ist nicht unbedenklich und für viele Leute und für viele Biografien ein ganz großes Problem. Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Als letzter jetzt in der Runde Herr Dr. Gassmann für die Deutsche Hauptstelle Suchtgefahren. Vielleicht können Sie auch noch mal eingehen auf die Frage Verhältnisprävention und Verhaltensprävention. Das ist ja auch eine Diskussion, die wir im Bereich der Präventionspolitik immer sehr intensiv diskutieren. Das ist ja auch eine Fragestellung, die hier in einzelnen Fragestellungen auch noch schon thematisiert worden ist. Bitte schön. Ja, vielen Dank für die Einladung und für die Frage. Ich möchte zunächst ganz kurz sagen, woher ich komme. Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen ist ein Dachverband. Wir haben keine eigenen Kliniken oder Beratungsstellen, aber bei uns sind etwa 25 Verbände Mitglied, die über 1000 Sucht- und Drogenberatungsstellen unterhalten, mehrere hundert Kliniken und so weiter. Können Sie das Mikro ein bisschen näher an sich ranziehen, dann sind Sie besser zu verstehen. Auf der einen Seite also ein Dachverband für all jene Verbände, die in der Drogenprävention, in der Frühintervention und in der Suchttherapie tätig sind, Einrichtungen haben. Auf der anderen Seite ist die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen einer von drei Partnern der Deutschen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht. Jede europäische Nation hat das. Die spielen zusammen mit der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Sucht, einer Einrichtung der EU in Lissabon. Wir berichten da für Deutschland epidemiologische Daten. Das zum Hintergrund und zu unseren Spezialitäten. Wir haben schon sehr viel gehört und wenn ich das Revue passieren lasse, was hier gefragt und geantwortet worden ist, dann gibt es die Cannabis-Diskussion der letzten 15 Jahre, wie wir sie in Deutschland beobachtet und auch mitgemacht haben, ganz gut wieder. Es fehlen wenige Argumente bislang. Ich will das nicht wiederholen, das würde uns alle nur Zeit stehlen. Ich möchte zunächst auf einen ganz besonderen Aspekt hinweisen. In der Diskussion wird nach wie vor noch sehr viel argumentiert mit, ich kann mir nicht vorstellen, es ist unwahrscheinlich, ich glaube, wir müssen vermuten das und so weiter. Es wird also mit Vagheiten argumentiert oder nicht argumentiert. Das ist in manchen Bereichen auch zum Thema Cannabis notwendig. Das ist eine verbotene Substanz. Das heißt auch, dass viele Forschungen, die etwa zu Alkohol und Tabak bislang durchgeführt wurden, problemlos möglich waren, erschwert sind oder nicht stattgefunden haben. Weil Sie können auch als Forscher nicht einfach mit ein paar Kilo Cannabis um sich werfen und gucken, was passiert, salopp gesagt. Aber es gibt natürlich viele Dinge, die wir auch wissen. Cannabis ist keine neue Substanz und in vielen Ländern über inzwischen eine dreistellige Zahl von Jahren wird damit Erfahrungen gemacht. Und werden auch Studien veröffentlicht. Was wissen wir? Erstens, es ist unstrittig, dass Cannabis kein harmloses Konsumgut ist. Cannabis ist kein Leitungswasser. In der Diskussion bisher, und ich finde es erfreulich, dass das abnimmt, aber auch heute hatten wir wieder Anzeichen davon, wurde oft argumentiert, wir können Cannabis nicht freigeben, was auch immer das heißen soll. Wir können an der gegebenen Situation des Verbots nichts ändern, weil Cannabis gefährlich ist. Nun ja, Cannabis ist ein Rauschmittel. Cannabis ist wie jedes Rauschmittel auch ein Suchtmittel und es ist auch ein Genussmittel. Das gilt auch für Alkohol. Die Frage, wer wird davon abhängig, wer missbraucht es, mit welchen Folgen, bei wem kommt dadurch eine Psychose zum Ausbruch, wird möglicherweise sogar verursacht. Diese Fragen sind individuell schwer zu klären. Aber wir können ganz klar sagen, wir haben in Deutschland, und das ist keine Ausnahme, sondern das ist weltweit die Regel, wir haben eine Zahl von mehreren Millionen Gelegenheits- und häufigen und Dauerkonsumenten. Die haben wir schon seit vielen Jahren, da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Davon entwickelt ein natürlich kleinerer Teil, das ist ja zum Glück bei allen Sucht- und Rauschmitteln so, eine Abhängigkeit, ein Missbrauchsverhalten, macht grobe Fehler unter dem Einfluss der Substanz, nimmt am Straßenverkehr teil und so weiter. Gar keine Frage, das wissen wir. Wir wissen aber auch, und da widerspreche ich Ihnen, Frau Dr. Franke, wir wissen auch, dass kontrollierter Cannabiskonsum natürlich nicht nur möglich ist, sondern von den mehreren Millionen Cannabiskonsumentinnen und Konsumenten da draußen wird natürlich der größte Teil kontrolliert konsumieren, die fallen ja nicht auf. Was wissen wir noch? Wir wissen, dass eine relativ restriktive Situation, juristische Maßnahmen, polizeiliche Verfolgung, weder ein Garant dafür ist, dass wenig konsumiert wird, noch dass viel konsumiert wird. Wir haben zwei Beispiele. Wir haben in den USA bislang durchgängig, bis Ausnahme der letzten ein, zwei Jahre durchgängig, eine sehr restriktive Cannabispolitik gehabt. In einigen Bundesstaaten konnten und können sie lebenslänglich für eine geringe Cannabismenge ins Gefängnis kommen in den USA nach wie vor. Wir hatten zugleich
in den USA weltweit eine der größten Konsumquoten. Anderes Beispiel, skandinavische Länder, Schweden, auch relativ restriktiv und relativ geringe Konsumquoten. Und das Gleiche können wir durchdeklinieren für Länder, in denen eine juristisch relativ entspannte Situation ist. Die, und Sie haben es angeführt, Herr Werse, die Untersuchung der Europäischen Drogenbeobachtungsstelle veröffentlicht 2011 im Auftrag der EU eine lang angelegte Untersuchung. Was passiert, wenn wir die Cannabis-Gesetze entspannen oder anziehen, sagt eindeutig an vielen, vielen Beispielen, keine Veränderung dadurch feststellbar. Dadurch, selbstverständlich. Wir haben das direkte Beispiel zu den Niederlanden, ein ähnlicher Konsum wie in Deutschland, obwohl seit 20 Jahren gerade was den Konsum angeht, eine ganz andere Situation. Auch da können wir ein bisschen in die Details gehen, da wissen wir schon einiges. Wie kommt das denn? Offensichtlich scheint eine restriktive gesetzliche Situation bestimmte Menschen abzuhalten vom Konsum in der Tendenz. In der Regel, das wissen wir aus der Forschung, sind das Mädchen und Frauen. Kleines Beispiel aus dem legalen Bereich. Frauen konsumieren, wenn sie Abhängigkeiten entwickeln, überwiegend Tabletten, weniger Männer. Bei Alkohol haben wir eher die Männer, die abhängig sind, als die Frauen. Tablettenabhängige fallen nicht so auf. Frauen in der Tendenz möchten durch so etwas nicht so gern auffallen. Auf der anderen Seite haben wir junge Männer, 15, 16, 17 Jahre, voll mit Testosteron bis in die Haarspitzen, wollen sich erleben, beweisen und so weiter. Für die ist natürlich ein Verbot auch sehr attraktiv. Nun, man kommt ja wegen Cannabis nicht gleich 2, 3, 4 Jahre ins Gefängnis. Und da können die Minderjährigen sich auch beweisen und sagen, das ist mir doch egal, was der Staat will, da kiffe ich doch erst recht mal ein und wenn es geht, noch auf dem Bürgersteig. Das sind so Effekte, die auftreten und wo natürlich jedes Gesetz oder ein Gesetz, das es nicht gibt, unterschiedlich wirkt. Und wir wissen auch bei Cannabis, wir haben die massiven Probleme, die auffälligen, die hartnäckigen Probleme bei sehr jungen Konsumenten. Auf der einen Seite erfolgt der Einstieg relativ spät verglichen zu Alkohol und Tabak, aber dass Probleme entwickelt werden, wenn sie denn entwickelt werden, ist relativ früh. Typische Cannabis-Patienten, egal ob ambulant oder stationär, sind deutlich unter 30 Jahre alt und in der Regel männlich. 20 bis 25 Jahre alt, würde ich sagen. Unterschied zu Alkohol, der klassische Alkoholpatient ist 40 bis 50 Jahre alt und auch männlich. Cannabis also eine problematische Substanz, auch dazu gibt es viele Untersuchungen, für junge Menschen, die früh anfangen und die viel konsumieren. Selbstverständlich hohes Risiko, starke Probleme zu entwickeln und offensichtlich für eine 6- bis 7-stellige Zahl von älteren Erwachsenen zumindest insofern kein Problem, als sie weder medizinisch, therapeutisch noch juristisch oder im Straßenverkehr damit auffällig werden. Auf der anderen Seite haben wir eine Situation, wo die Vier-Säulen-Politik, die ja sowohl in Deutschland als auch in Nordrhein-Westfalen gilt, die Vier-Säulen-Sucht- und Drogenpolitik, also Prävention, Frühintervention, Therapie und Repression, völlig unausgewogen gestaltet wird. Alle Daten, die dazu vorliegen und die sind aussagekräftig, sagen, insgesamt die Sucht- und Drogenpolitik lassen wir uns in Deutschland so 6, 7, 8 Milliarden Euro kosten, je nachdem, wie man rechnet, aber das ist die Dimension, 5 bis 10. Und etwa 60, 70, 80% davon auch wieder, wie man rechnet, gehen in die Repression. Bei Cannabis haben wir im Jahr über 100.000 Strafverfahren gegen Konsumenten, nicht gegen Dealer, gegen Konsumenten. Und da wird oft gesagt, na ja, das ist doch jetzt nicht das Problem, weil das meiste wird doch sowieso eingestellt. Stichwort geringfügige Menge. Naja, also erstens, die Polizei muss ermitteln. Die kann nicht beschließen, dass sie jetzt nicht ermittelt, weil es ja doch eine geringfügige Menge ist. Der Staatsanwalt stellt ein. Das heißt, wir haben die ganzen Ermittlungsverfahren. Und wir haben natürlich die Probleme, auch überwiegend bei jungen Menschen, mit Schule, mit Beruf, mit Führerschein und, und. Da hilft uns die geringfügige Menge erstmal gar nicht weiter. Das große Problem aber, von dem Kollegen Hallmann angesprochen ist, das, was wir brauchen, Prävention und Frühintervention, wird erschwert durch diesen Schwerpunkt in der Repression. Ich will Ihnen ein konkretes Beispiel sagen, ein Projekt, das es seit über 10 Jahren gibt, FRED, Früherkennung erstauffälliger Drogenkonsumenten. In der Regel werden die erstauffälligen Drogenkonsumenten diesem Projekt in Anführungszeichen zugespielt von der Polizei oder den Gerichten, den Ermittlungsbehörden. Die gehen da nicht freiwillig hin, die gehen da durch Druck hin. Nur das ist bei Minderjährigen, die ein, ich sag mal, Suchtmittelkonsumproblem haben, in der Regel der Fall, gleich welcher Druck da hilft.
Sie werden aber ganz selten, nur in ganz großen Ausnahmefällen vermittelt, von Eltern oder von Lehrern oder von Freunden oder Freundinnen oder Mitschülern. Das kennen wir ganz gut bei Alkoholpräventionsprojekten. Da gehen Mitschüler hin zum Vertrauenslehrer oder zu sonst jemand und sagen, mein Freund, der säuft sich jetzt seit einem Jahr jedes Wochenende zu, von Freitagabend bis Montagmorgen, da muss mal was passieren. Bei Cannabis macht das kaum jemand, weil ja klar ist, es ist immer das Verbot dahinter, es ist immer die Frage, was macht der Erwachsene, der Vertrauenslehrer, die Eltern von mir oder von meinem Freund oder meiner Freundin, was machen die? Gehen die zur Polizei und was passiert dann? Also auf jeden Fall die Vermittlung in Frühinterventionen, und das ist ja sehr wichtig, dass, wenn ein Problem entsteht, möglichst früh interveniert wird, wird durch diesen starken Schwerpunkt auf der Repression erschwert. Und selbstverständlich könnten wir die Vermittlungen durch die Polizei überkompensieren, fachlich gesagt, durch Vermittlung aus dem sozialen, beruflichen, schulischen Umfeld, gar keine Frage. Therapie ist bei Cannabis durch Repressionen kaum bedroht oder gefährdet. Das ist nicht die Problematik. In der therapeutischen Situation spielt die Polizei keine Rolle, polizeiliche Ermittlungen. Das ist ganz klar. Prävention. Ginkgo hat hier, Herr Hallmann hat es bescheiden gar nicht vorgestellt, eine für Deutschland in Nordrhein-Westfalen sehr außergewöhnliche Sache gemacht. Und zwar ein kleines Informationskärtchen, was nicht sagt, Cannabis ist eine sehr gefährliche Droge, nimm das auf keinen Fall, sondern was Hinweise gibt, wenn du es schon nimmst, dann achte doch aber bitte auf Folgendes. In den Niederlanden ist das seit vielen Jahren die Regel. Das können Sie da in jedem zweiten Hotel in Amsterdam finden. Eine kurze Karte der öffentlichen Gesundheitsbehörde, die sagt also Cannabis. Erstens nicht zusammen mit Alkohol. Zweitens nicht, wenn Sie noch Auto fahren wollen. Drittens setzen Sie sich dann bitte nicht an offenes Fenster. Da sind schon Unfälle vorgekommen. Keine Ausnahme. Und viertens nicht, wenn Sie es oral konsumieren, in der halben Stunde gleich mehrere Kekse und so weiter. Also Hinweise für einen relativ sicheren Konsum, der nicht gleich in die Katastrophe führt. Ich fand das sehr mutig von Ginkgo und sehr vorbildlich, dass sie das in Nordrhein-Westfalen gemacht haben. Denn die Möglichkeit, das schon zu interpretieren als Staatsanwalt, als eine Verharmlosung des Konsums oder sogar Aufforderung des Konsums, ist durchaus gegeben. In Bayern werden Sie sowas sicher nicht erleben. Alles in allem also, wenn ich das, was wir wissen, zusammenfasse, ist die Situation, die wir in Deutschland im Moment haben, nicht befriedigend und nicht zielführend. Wenn wir wenigstens vergleichsweise wenig Konsumenten hätten, im europäischen Vergleich, wenn wir wenigstens vergleichsweise wenig Patienten hätten oder so, dann könnte man ja noch sagen, wir sind doch auf einem guten Weg, auch wenn er Schwierigkeiten macht. Aber das ist ja nicht der Fall. Alles, was wir wissen, spricht dafür, dass wir uns dringend Gedanken machen sollten über eine Änderung dieser Situation, gerade im Bereich der Repression. Und jetzt kommt die nächste Frage, und zu der will ich jetzt nichts mehr sagen. Was denn, wie denn, auch mehrere Kollegen hier haben es gesagt, das muss man mal differenziert sagen, Freigabe, Legalisierung, Erlaubnis des Eigenkonsums in den eigenen vier Wänden, bei eigenem Anbau und so weiter. Was passiert dann, wenn Minderjährige konsumieren in der Öffentlichkeit, wenn es abgegeben wird? Es gibt viele, viele Modelle, das gilt es zu diskutieren. Aber die Frage, soll das hier in Deutschland genau so bleiben, wie es ist, mit Cannabis oder nicht? Die kann rein gewissens wohl niemand mit Ja beantworten, der sich hier fachlich, egal ob therapeutisch, präventiv oder auch polizeilich, ein bisschen auskennt. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Dr. Gassmann. Wir machen eine zweite Runde. Da will ich jetzt als erstes, es gibt schon eine Wortmeldung, zweite Wortmeldung, will ich jetzt aber zunächst mal die fragen, die in der ersten Runde gefragt haben, sind alle Fragestellungen von deren Seite beantwortet, hinreichend beantwortet. Frau Schneider, Frau Kollegin Schneider schüttelt mir im Kopf, und von daher haben Sie denn das Erste, gebe ich Ihnen als Erstes das Wort, dann Herrn Kollegen Lammler und dann Herrn Kollegen Ünal und dann so in der Reihenfolge. Frau Kollegin Schneider, bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich muss bei Herrn Dr. Reimer noch mal ein bisschen nachbohren.
Aber sie mussten ja auch wurden, glaube ich, auch als erstes von uns allen angesprochen und mussten dann auch ganz lange warten. Was mich interessiert hat, was Sie jetzt nicht beantwortet haben, oder das ist mir durchgegangen, glaube ich aber nicht, ist der Cannabiskonsument heute und früher. Ist das ein anderer Typ von Konsument? Oder würden Sie jetzt sagen, das ist genau so die gleiche Baureihe? Und das Cannabis selber, die Droge selber, bemerken Sie in der eine Veränderung von, ich sage jetzt mal, vor 10, 15 Jahren zu heute? Werden wir in der zweiten Runde, was machen wir in der zweiten Runde? Frau Kollegin Schneider hat nur als erstes das Wort in der zweiten Runde gekriegt. Herr Lammler. Okay, eine erste kleine Nachfrage oder Konkretisierung an die VDEK. Es gab eben widersprüchliche Aussagen zum Thema Übernahme der Kosten bei Dronabinol, Sativex und kanabischen Blüten. Ich würde Ihnen ganz gerne die Möglichkeit geben, uns da aufzuklären, weil in Diskussionen taucht immer wieder dieses Gerücht auf oder diese Information, dass Kosten nicht übernehmen werden. Deswegen würde mich da ganz besonders die Stellungnahme oder halt eine Auskunft der Ersatzkasse freuen. Eine weitere konkrete Nachfrage geht an Frau Dr. Franke. Ich hatte bei Ihren Ausführungen und der anschließenden Bewertung so ein bisschen das Gefühl, dass Sie den Konsum von Cannabis immer streng oder verbunden mit dem Tabakkonsum verstehen und entsprechend Ihre Bewertung ausgefallen ist. Mich würde interessieren, ob Ihnen auch bekannt ist, dass die Cannabispatienten oder ein Großteil der Cannabispatienten Cannabis ohne Tabak konsumiert, mithilfe von Inhalatoren und oder halt eben als pure Zigarette, um sich eben den Gefahren von Tabak nicht auszusetzen. Und wenn Ihnen das bekannt ist oder mit diesem Wissen würde Ihre Bewertung dann anders ausfallen. Denn es gab in letzter Zeit auch, glaube ich, ein oder zwei Studien, die halt eben den Tabakkonsum mit dem reinen Cannabiskonsum verglichen haben und die Bewertung fiel dann doch anders aus. Herr Dr. Hallmann sprach, glaube ich, als erster konkret die kontrollierte Abgabe an. Mich würde interessieren, Sie sprachen auch von Projekten im Ausland. Wie sähe so eine kontrollierte Abgabe Ihrer Meinung nach im optimalen Fall aus? So angenommen, wir spielen jetzt Wünsch dir was. Wie müsste es Ihrer Meinung nach aussehen, dass wir da von einer guten Lösung sprechen könnten? Okay, das war es erstmal von mir. Dankeschön, Herr Kollege Lammler. Herr Kollege Ünal. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank für die Experten und Experten für ihre Stellungnahmen und ausführliche Darstellungen. Ich möchte für mich einfach bis jetzt zwei Feststellungen machen. Einmal, ich glaube, keiner hier behaupten kann, dass jahrelange Verbot, die wir in der Bundesrepublik haben, dafür geführt hat, dass weniger Konsum in der Bundesrepublik gibt. Zweite Feststellung, keiner für die Kriminalisierung eigentlich eintritt, die Gefährlichkeit oder diese Suchtmittel verleugnet oder verharmlost. Das ist die zweite Feststellung. Dritte, zwischen Legalität und Gefährlichkeit keine Korrelation gibt, wenn man die Todesfälle einfach in der Bundesrepublik sieht. Erste Stelle Tabak, dann Alkohol, beide sind legale Drogen. Dann kommt, ich glaube, dritte, vierte Stelle Heroin, 1700 bundesweit so gesehen, zwischen dieser Legalität und Gefährlichkeit keine Korrelation. Und viertens, ich glaube, Cannabis natürlich psychische und zum Teil auch physische Abhängigkeit verursacht. Deswegen meine erste Frage an Frau Franke. Wir wissen ja, die psychische Erkrankung, multifaktorielle Erkrankungen sind. Ob man diese drogeninduzierte Psychose tatsächlich nur auf diesen diese Cannabiskonsum zurückführen kann oder andere Dispositionen bei bestimmten Personen vorher vorhanden sein muss, damit es diese Psychose entstehen kann. Und zweite Frage, tatsächlich sehr viele Experten eingegangen, aber immer noch für mich nicht klargestellt. Einmal,
Bei den Landeskliniken, bei der Landeskliniken tauchen die gleiche Aussage, Legalität oder einfach Verfügbarkeit einer Konsumerhöhung kann. Aber auf anderen Seite, bei Ihrer zum Beispiel Definition der Abhängigkeit, haben Sie in Ihrer Stellungnahme genau dargestellt, dass die Konsum von Tabak zurückgegangen sind, ob es trotzdem legal war. So gesehen, da muss man, ich glaube, in diesem Bereich nochmal klarstellen, dass das Legalisierung oder einfach erleichterte verfügbar nicht automatisch mehr Konsum führen kann. Wenn Sie das nochmal, dieses Problem einfach beschreiben können. Die dritte Frage an Dr. Reimann nochmal. Sie haben ja in Ihrer Stellungnahme Originalstoffabgabe vorgeschlagen. Das ist sicherlich für bestimmte Patientinnen und Patienten, die diese Diagnosen haben, nach der ICD-10 einfach ein guter, gangbarer Weg ist, aber für Mehrzahl der Konsumenten kommt ja nicht in Frage, weil sie diese Diagnosen nicht haben werden. Wie sehen Sie eigentlich diese Originalstoffabgabe mit heutigen Diskussionen zusammen? Und letzte Frage an Herrn Wurt von der Hanfverband. Sie haben ja in Ihrer Stellungnahme die NRW-Regierung 2015, rot-grüne Regierung, ich glaube, was die Cannabispolitik angeht, heute rückständiger sind als 1990er Jahren beschrieben. Können Sie einfach konkretisieren, wie sieht es diese, obwohl wir in NRW diese geringe Menge auf 10 Gramm erhöht haben, wie sieht es aus? Und diese kontrollierte Abgabe, wie sieht es tatsächlich konkret aus, diese Ausgabe? Wenn wir jetzt über diesen Antrag im Ausschuss diskutieren, dann müssen wir konkrete Handlungen einfach ableiten können. Wie könnte es tatsächlich hier NRW diese Abgabe aussehen? Dankeschön. Dankeschön, Herr Kollege Ünal. Herr Kollege Yüksel, das ist letzter jetzt in der Runde. Ich habe noch eine Frage an den Bund Deutscher Kriminalbeamter. In den Stellungnahmen wird auch auf den Aspekt des Entzugs des Cannabis vom Schwarzmarkt auch rekurriert. Unter anderem wird vorgeschlagen, in der Bescheinigung, die 12 Monate gültig sein kann, sodass der Konsument dann auch sein Cannabis in der Apotheke bekommt. Gleichzeitig gekoppelt, der Preis soll auch unterhalb des Schwarzmarktes liegen und man erhofft sich dadurch sozusagen das Handelsvolumen dem Schwarzmarkt auch entziehen zu können und den Erwerb sozusagen dort auch durchzuführen. Wie sieht der Bund der deutschen Kriminalbeamten solch eine Regelung, wenn Cannabis in den Apotheken unterhalb des Schwarzmarktes angeboten wird? Wäre das hilfreich? Würden Sie sowas begrüßen? Dankeschön. Gibt es noch eine weitere Frage eines Abgeordneten? Dann nicht, dann fangen wir mal mit Herrn Dr. Reimann an. Das war die Nachfrage nochmal aus der letzten Runde von Frau Kollegin Schneider. Bitte schön. Ja, die Frage, ob beim Cannabiskonsumverhalten sich grundsätzlich was geändert hat in den letzten Jahren, ganz sicher. Zum einen ist der THC-Gehalt des heute angebotenen Cannabis in der Regel höher als vor Jahrzehnten, weil es sind einfach Zuchterfolge unserer holländischen Nachbarn. Auf der anderen Seite ist es so, dass Cannabis ja in unserer westlichen Zivilisation zur Zeit des Vietnamkriegs so sein Debüt gefeiert hat. Und das war eben ein gemeinsamer Konsum in relativ überschaubaren Mengen. Der Joint hat daher ja seinen Namen gefunden, weil er eben auch diese Menschen, die das gemeinsam konsumiert haben, zusammengeführt haben. Diesen niedrig dosierten und gemeinschaftlichen Konsum von Cannabis gibt es heute natürlich weiterhin. Aber es hat sich eben daneben entwickelt, ein Konsum, der zunehmend in Einsamkeit erfolgt, wo Menschen dann eben täglich konsumieren. Und es gibt auch Konsumformen, die sehr viel höhere THC-Mengen in den Organismus reinbringen, als wenn man einen Joint zieht. Wenn man also Cannabis in einem Eimer entzündet und einen Schwelbrand entzündet, dann geht beinahe nichts mehr in die Raumluft, was nicht durch die Lunge gegangen ist. Also es gibt Möglichkeiten, sich heutzutage eben sehr großen THC-Mengen auszusetzen. Und das ist dann schon eine andere Hausnummer als der Joint, der Kreis. Das andere ist die Frage, wie das sein könnte, wenn über ein ärztliches Gespräch, ärztliches Attest, der Verkauf in der Apotheke freigegeben werden könnte für diejenigen Menschen, die nicht abhängig sind.
Ja, der ICD-10 eröffnet da drei verschiedene Diagnosen. Das eine ist die Cannabis-Abhängigkeit, ICD-10 F12.2. Das sind wenige, aber die müssen natürlich entsprechend adressiert werden und es ist okay, wenn die beim Arzt sind. Und dann ist der schädliche Konsum, das heißt der Konsum trotz eingetretener Folgeschäden wird fortgesetzt. Da ist eben hinter dem Punkt die 1. Und die anderen Menschen, die, bei denen noch kein Schaden eingetreten ist und die auch nicht abhängig sind, die setzen sich natürlich mit fortgesetztem Cannabiskonsum einem Risiko aus. Und da kann man ohne zu schummeln von einem riskanten Cannabiskonsum sprechen. Und das ist F12.8. Das ist eine Diagnose, eine ärztliche Diagnose, die wird bescheinigt. Und mit dieser Bescheinigung könnte der Apotheker abgeben. Danke. Frau Müller, Sie schließen jetzt gleich mal an, die Frage von Herrn Lammler noch mal in der Frage der Finanzierung. Ja, es geht um die Medikamenten. Ja, ja, klar. Noch mal deutlich zu unterscheiden. Der Unterschied ist, dass Cannabis-Extrakt als Teil von Fertigarzneimitteln zurzeit von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt werden. Die werden entsprechend verordnet. Cannabis oder Cannabis-Extrakt oder Cannabisblüten, die genehmigt sind, gekauft werden können, müssen selbst bezahlt werden. So ist das die derzeitige Regelung. Fertigarzneimittel, also ja. Frau Dr. Franke. Es waren drei Fragen. Also einmal, was die Inhalation von Cannabis angeht. Also die meisten, ich sag mal so 90% unserer Patienten, die Cannabis rauchen, sind auch normale Raucher, sodass das also sehr eng verknüpft ist. Und es gibt auch Untersuchungen, die tatsächlich gezeigt haben, dass selbst der reine Cannabiskonsum für die Lunge schädlicher ist als der Tabakkonsum. Also das ist schon zumindest sind die Zahl. Ich kann jetzt keine konkrete Zahl nennen, aber es gibt diese Untersuchungen, die das gezeigt haben. Also vor allen Dingen die chronisch obstruktiven Bronchitiden oder so steigen da also sehr stark an. Die zweite Frage war von Ihnen, glaube ich, zum Thema Cannabis-induzierte Psychose, ob es unterschiedliche, ob das der Cannabiskonsum der einzige Grund ist oder ob es andere sozusagen Bedingungsfaktoren gibt. Also Psychosen sind natürlich multifaktoriell. Es gibt angefangen von Geburtskomplikationen über individuelle Risikofaktoren, über die Genetik, familiäre Hintergründe und so weiter, gibt es verschiedene Faktoren, die dazu beitragen. Es ist natürlich immer alles multifaktoriell im Medizinischen, aber, und da verweise ich auf die epidemiologischen Studien, die eben vor allen Dingen in den skandinavischen Ländern auch durchgeführt wurden, wo man prospektiv wirklich auch schauen konnte, selbst bei einem, wie Dr. Reimann auch gesagt hat, selbst bei einem einmaligen Konsum, was passiert dann? Und es ist tatsächlich so, die Wahrscheinlichkeit, es geht ja um Wahrscheinlichkeiten, die Wahrscheinlichkeit für cannabisbedingte Störungen, für diese cannabisbedingten Psychosen ist einfach erhöht. Das ist natürlich immer so, das ist genau wie mit dem Rauchen, das habe ich auch erzählt, das Rauchen ist sicherlich schädlich, aber es gibt natürlich auch Leute, die sind 96 und rauchen regelmäßig und es gibt da keine Probleme, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch relativ gering und so muss man es einfach sehen, dass man von der wissenschaftlichen Perspektive es ein deutliches erhöhtes Risiko ist und wenn man daran arbeiten sollte, das Risiko zu minimieren, dann sollten natürlich aus meiner fachärztlichen Sicht die Bestrebungen dahin gehen, dass man diesen Konsum, die Konsumwahrscheinlichkeit reduziert. Das ist so meine Argumentationsweise. Und vielleicht auch da nochmal anschließend, ich denke, dass Prävention dazu führen muss, dass möglichst viele Menschen tatsächlich aufgeklärt werden und auch gar nicht zu diesem Erstkonsum verleitet werden. Und ich stelle mir es generell schwierig vor, wenn man jetzt schon viele Cannabis-Patienten offensichtlich bei allen Möglichkeiten gar nicht erreicht, wie das dann passieren soll, wenn es tatsächlich dann auf einer breiteren Ebene dann tatsächlich stattfindet, dass dieser Konsum möglich ist.
Ich frage mich auch, wie die Apotheker diese ganzen Modelle, wie das alles funktionieren soll. Das ist, glaube ich, mit sehr viel auch bürokratischem Aufwand verbunden. Das müsste alles implementiert werden. Also ich denke mal, gut, man soll jetzt keine Kosten und Mühen scheuen, aber in meiner Argumentationslinie ist es so, dass ich glaube, dass die optimalste Therapie diejenige ist, die gar nicht erst in Anspruch genommen werden muss. Und so, das waren jetzt die Fragen. Herzlichen Dank, Frau Dr. Franke. Der Kollege Ünal hatte Herrn Wurth angesprochen, insbesondere auf die Frage, die Drogenpolitik in Nordrhein-Westfalen sei restriktiver als, weiß ich wen. Ja, es waren zwei Fragen, wenn ich es richtig sehe. Dazu kommt ja noch bitte. Die, wie soll das konkret aussehen mit der Abgabe und so weiter. Erstmal zur Frage, restriktiver als in den 90ern. Eine Sekunde. Also wir hatten ja die 10 Gramm geringe Menge in den Ende der 90er schon lange, auch damals unter Rot-Grün. Dann kam die Rüdkas-Verschärfung dazwischen, wie in vielen anderen Bundesländern auch, Herabstufung auf 6 Gramm. Aber auch weitere Verschärfungen sind in dem Zug gemacht worden. Und Rot-Grün neu sozusagen hat nur die geringe Menge-Regelung zurückgenommen und auf 10 Gramm zurückgefahren oder wieder hochgebracht. Aber die anderen Verschärfungen nicht mitbedacht. Das heißt, wie eben schon gesagt wurde, zum Beispiel diese Verpflichtung von Schulleitern, entsprechend, wenn Schüler mit Cannabis auffallen, zu melden, ist, soweit ich weiß, bundesweit einmalig in Nordrhein-Westfalen. Eine sehr restriktive Regelung. Dann auch die Frage Einstellung bei Jugendlichen. Auch das war Teil der Rückgasverschärfung, dass wenn Jugendliche mit geringen Mengen Cannabis zum Eigenverbrauch erwischt werden, dass da die Strafverfahren nicht automatisch eingestellt werden und dann eben viele vielleicht in so einem Fred-Kurs landen als Auflage. Aber auch das ist eine härtere Regelung, als das Ende der 90er der Fall war. Dann ist der Verfolgungsdruck heute viel höher. Das kann man jetzt nicht unbedingt Nordrhein-Westfalen anlasten. Das ist bundesweit der Fall. Wir haben mehr Strafverfahren gegen einfache Konsumenten wegen Besitz geringer Mengen, als es damals der Fall war, aber auch eben auch in Nordrhein-Westfalen. Und soweit ich das gesehen habe, ist die Steigerung hier sogar überdurchschnittlich gewesen in den letzten Jahren. Das heißt, in Nordrhein-Westfalen findet besonders viel Verfolgungsdruck statt. Ich habe ja ein Beispiel mal genannt, auch in meiner Stellungnahme, die Verfolgung von Leuten, die über die Grenze nach Holland in den Coffeeshop fahren und dann mit einer Ausweiskarte von dem Shop zurückkommen. Die kriegen dann eine Strafanzeige, weil sie haben ja dann sehr wahrscheinlich in Holland besessen und das ist nach deutschem Recht, wenn man es ganz genau nimmt, eben auch strafbar in einem anderen Land, wo das legal ist, da diese Straftat nach deutschem Recht zu begehen. Die Verfahren werden alle eingestellt natürlich, aber es ist wieder dieses berühmte Signal, man macht mal eben Strafverfahren gegen Leute, die sonst sich nie was zu Schulden kommen lassen, um denen mal ein Signal an die Stirn zu heften und die hängen dann ewig im Polizeicomputer und werden danach ständig kontrolliert. Also das ist eine Sache, die eindeutig härter gehandhabt wird als Ende der 90er. Und dann ist es ja auch so, dass damals Nordrhein-Westfalen noch eine gewisse Innovationskraft hatte. Wenn man jetzt dran denkt, die ersten Druckräume, noch bevor die Gesetze eigentlich dafür geschaffen wurden, gab es schon ähnliche Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen, die dann durch das Gesetz quasi legalisiert wurden. Und dann wurde der Rahmen dafür geschaffen, für das, was hier innovativ ausprobiert worden ist. Nordrhein-Westfalen hat auch am Modellprojekt zur Heroinabgabe teilgenommen. Auch das eine sehr innovative Angelegenheit. Und davon merkt man einfach heutzutage nichts mehr unter Rot-Grün 2015. Das meine ich damit, dass das also auch ein Rückschritt ist im Vergleich zu den 90ern, auch was die Innovationskraft angeht. Von daher würde ich mich freuen, wenn die... Haben Sie mit mir gesprochen? Nee. Gut. Würde ich mich freuen, wenn jetzt nicht dieser Antrag der Piraten einfach so sang- und klanglos von Rot-Grün abgewiesen wird, ohne weitere Diskussion, sondern denken Sie vielleicht doch mal drüber nach, was man da irgendwie mit anfangen kann, um doch nochmal ein bisschen Innovationskraft doch wieder hervorzukramen, sage ich mal. Die Frage, wie stelle ich mir das konkret vor, sind im Prinzip zwei Teile. Was so die Lösung, die mir letztendlich vorschwebt, wenn man auf deutscher Ebene legalisieren würde, was ja auch Teil des Piratenantrags ist, mit Bundesratsinitiative und so weiter. Da finde ich das Modell Colorado schon ganz gut. Es ist nicht so, wie viele hier immer sagen, das ist völlig freigegeben, sondern es ist recht stark reguliert.
Man muss überlegen, wo kommen wir her? Wir haben im Moment einen Cannabismarkt mit meiner Meinung nach ungefähr 4 Millionen Konsumenten, die einen Umsatz von schätzungsweise 2 Milliarden Euro produzieren, auf dem Schwarzmarkt, komplett illegal, mit entsprechenden Konsequenzen. Also es gibt diesen Markt, es geht nicht darum, ein neues Fass aufzumachen oder brauchen wir denn noch eine neue Droge, wir haben doch schon so viele Probleme mit den Legalen, sondern es geht darum, wir haben diesen Markt, wir haben die Konsumenten und die werden irgendwie versorgt und die Frage ist, kriegen wir das vielleicht irgendwie sinnvoller hin als über diese Schwarzmarktstrukturen. Ich stelle mir vor, Fachgeschäfte einzurichten, also kein Hasch an der Apotheke, an der Tankstelle oder im Kiosk oder im Supermarkt, was ich übrigens alles für Alkohol und Tabak auch sinnvoll finden würde. Keine Werbung, Jugendschutz. In Colorado zum Beispiel wurden jugendliche Testkäufer losgeschickt in die Shops, die da entstanden sind. 16 Shops, kein einziger hat Cannabis an Jugendliche verkauft. Ganz anders, als es jetzt auf dem Schwarzmarkt der Fall ist. Die haben was zu verlieren. Die haben eine Lizenz, mit denen sie gut Geld verdienen und die halten sich an die Auflagen, die die haben. Genauso zum Beispiel die Überwachung des Anbaus. Da kriegt jede Pflanze, die da angefangen wird, hochzuziehen, einen Barcode. Die staatlichen Prüfer müssen nur in die Halle reingehen mit einem Lesegerät und können tausende Pflanzen auf einmal einscannen. Und wenn da 10 Pflanzen fehlen, fragen die, wo sind die 10 Pflanzen? Dann ist wichtig, dass eine vernünftige Produktdeklaration herkommt. Wir haben massive Probleme mit Streckmitteln auf dem deutschen Markt. Seit etwa 2006 hat das drastisch zugenommen. Und ich will auch Cannabis nicht verharmlosen. Es gibt natürlich Leute, die Probleme damit haben. Aber diese Streckmittel sind eine Bedrohung der Gesundheit aller Konsumenten. Auch der 90% Konsumenten oder mehr, die eben keinen problematischen Konsum haben. Und bis jetzt hat sich noch nie irgendwie die Bundesregierung oder irgendwelche anderen Fachleute haben sich nie damit beschäftigt, was passiert, wenn Leute über Jahre regelmäßig Flüssigkunststoff rauchen oder Zucker, was eben jetzt auf den Cannabisblüten drauf ist. Wir brauchen also auch eine vernünftige Produktüberwachung. Und wir brauchen eine Angabe der THC- und CBD-Werte der Ware. Hier ist immer so die Rede von den wahnsinnig gestiegenen THC-Werten. Das ist meiner Meinung nach gar nicht das Problem. Die Patienten, die meisten Patienten kriegen heutzutage Dronabinol. Das ist 100% reines THC. Und die kommen damit gut klar, wenn sie es richtig dosieren. Und ist immer, vielleicht haben wir in den letzten 30 Jahren einen Anstieg im Marihuana gehabt, des THC-Werts, sicherlich richtig, aber heutzutage wird eben auch viel mehr Marihuana konsumiert und damals wurde eher Hasch konsumiert. In den seligen Zeiten, wie Sie eben gesagt haben, der Cannabiskonsumenten damals mit den schwachen Joints, die haben damals Hasch geraucht und auch damals gab es Haschsorten, die so stark waren wie heutzutage das Gras. Meiner Meinung nach, das Problem mit den Psychosen, die verstärkt auftreten, die Gewichtung der Cannabinoide in den Pflanzen. Es geht dabei nicht nur um THC, sondern auch um den CBD-Gehalt, Cannabidiol, der antipsychotisch wirkt. Und die Prohibition mit dem Anbau in den Kellern hat dafür gesorgt, dass einseitig der THC-Gehalt hochgezüchtet wurde. Und deswegen ist es wichtig, dass man darauf guckt, das Verhältnis von THC und CBD. Und das muss auch deklariert werden auf den Packungen und da kann man meinetwegen auch irgendwelche Regulierungen einführen, dass man sagt, also Sorten, die vielleicht besonders gefährdend sind für Leute mit psychosemäßigen Vorbelastungen, dass man die verbietet oder so. Aber Produktdeklaration ist wichtig. Also das mal so grob ein paar Hinweise darauf, wie ich mir letztendlich einen legalen Markt vorstelle. Da kann man sicherlich noch viel mehr erzählen, aber nur mal so ganz grundsätzlich. Dann aber, was kann Nordrhein-Westfalen machen, mehr oder weniger jetzt sofort, außer eine Bundesratsinitiative, um da hinzukommen? Und da sind wir wieder beim Thema Modellprojekt. Das halte ich für absolut entscheidend und sinnvoll und letztendlich auch mehrheitsfähig. Wir haben selber eine Umfrage gemacht, die auch in diversen Stellungnahmen genannt wurde, dass wir im Moment in Deutschland keine Mehrheit in der Bevölkerung haben, dass wir jetzt sofort in Deutschland ein System einführen wie in Colorado. So weit sind wir noch nicht. Aber es gibt einen großen Teil der Bevölkerung, der sagt, der Krieg gegen Drogen ist gescheitert. Die sind sehr skeptisch dem gegenüber, was wir hier machen und fragen sich, was könnte die Alternative sein. Und da muss man eben mal in kleinem, überschaubaren Rahmen gucken, was passiert, wenn man meinetwegen 1000 Leute, wie beim Heroinprojekt, Cannabis zur Verfügung stellt. Mit einer vernünftigen Untersuchung, wie entwickeln die sich, wie entwickelt sich deren Konsum, wo haben die vielleicht auch vorher eingekauft, wie ist das mit der Stoffreinheit und dann mal sehen, ob dann plötzlich irgendwie alle psychotisch werden oder eben nicht.
Das wäre eine Sache, die rückholbar ist, die man nach 3 Jahren nach dem Abschluss des Versuchs beenden kann. Das ist genau das, was Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg gerade auf den Weg bringt. Der Antrag wird gestellt werden. Und genau dieselbe Diskussion haben wir in Frankfurt, wo im Übrigen, habe ich diese Woche erfahren, auch die SPD einen Antrag gestellt hat, so ein Modellprojekt zu machen. So viel nochmal zur möglichen Innovationskraft von Rot-Grün vielleicht. Und wir haben ja auch dieselbe Diskussion in Köln-Innenstadt. Also, damals bei Heroin war NRW mutig und hat mitgemacht. Und wir haben eben jetzt auch legale Heroinkonsumenten, das mal so nebenbei. Auch zu der Frage, wollen Sie denn dann auch andere Drogen legalisieren, die ja eben aus der Richtung da drüben kamen. Wir haben legale Heroinkonsumenten, wo es auch nicht um medizinischen Einsatz geht oder so. Aber wir haben keinen einzigen legalen Hanfkonsumenten. Da sollte man vielleicht auch mal drüber nachdenken. Also bei Heroin war das sicherlich eine sinnvolle Angelegenheit, aber lass uns mal ausprobieren, ob so ein Modellprojekt überschaubar in wenigen Städten mit einer überschaubaren Anzahl von Personen nicht auch sinnvolle Ergebnisse bringen könnte. Herzlichen Dank. Der Bund der Kriminalbeamten war von Herrn Kollegen Yüksel angesprochen. Bitte schön, Herr Huth. Ja, danke für die Frage. Meine Damen und Herren, wie mag der Schwarzmarkt reagieren? Dazu kann ich Ihnen natürlich keine validen Aussagen machen. Die UNODC, die United Nations Office on Drug and Crime, berichtet, dass man sich solche Märkte mindestens 3 Jahre ansehen muss, um hier Aussagen zu treffen. Und wir haben ja die Präzedenzfälle Amerika, Uruguay, und da sind diese die Legalisierungsdebatte oder die Legalisierung ist dort ziemlich frisch und jung, und deswegen lassen sich dazu kaum Aussagen treffen. Aber Sie hatten von mir natürlich eine kriminalistische Bewertung, und die darf ich plakativ ausdrücken. Die organisierte Kriminalität wird nicht anfangen, Schafe zu züchten, weil wir Cannabis legalisieren. Bedeutet, dass die organisierte Kriminalität immer gucken wird, dass sie unter dem Marktpreis bleibt, den wir hier veranschlagen könnten, rein hypothetisch, und sicherlich auch was an der Qualität der Produkte tun wird, um besser auf dem Markt etabliert zu sein als irgendwelche Ausgabestellen, die divers schon diskutiert worden sind. Und da kann ich noch Beispiele nennen. Wir haben in Uruguay jetzt schon in den Grenzbereich laut UNODC-Reports das Phänomen, dass die organisierte Kriminalität Cannabis nach Uruguay einschmuggelt, obwohl es dort erlaubt ist, mit anderer Qualität und anderen Preisen. Und wir haben erst jüngst, also kurz vor der Anhörung, hatte ich eine Dose in der Hand. In dieser Dose war Pulinat. Das ist ein weiteres Beispiel, wie der Schwarzmarkt reagiert. Pulinat sind die kleinen Härchen auf den Cannabisdolden, auf den Blättern. Und diese Dose mit dem dort enthaltenen THC hatte einen Wirkstoffgrad von 50%. Ja, das ist also weit über dem, was wir in Plantagen hochzüchten. Da sind wir bei 20%, und das sind also schon enorme Werte. Und diese Dose kam aus einem Land, in dem die Legalisierung umgesetzt worden ist. Ja, also wenn ich jetzt sage, wir richten uns hier mal einen kleinen Kiosk ein oder ein Geschäft, in dem das verkauft wird, dann muss man immer ganzheitlich sehen, wo geht das denn hin und wo kommt das her. Und Sie sehen, dass Legalisierung in einem Staat direkte Auswirkungen hatte auf andere Staaten. Ja, also das können Sie über das Internet kaufen, ist natürlich illegal, aber ich sage mal, ein Wirkstoffgrad von 50%, der lässt sich wirklich sehen, und jeder, der sich mit Cannabis auskennt, und die Folgen sind hier hinlänglich beschrieben worden, wenn das bei uns auf dem Schwarzmarkt Fuß fasst, dann haben wir wirklich ein Problem. Wenn ich da nochmal überleiten darf zum legalen Markt, illegalen Markt, schauen wir einfach an, ob wir Präzedenzfälle in Deutschland haben, dann schauen wir uns den Glücksspielmarkt an, der ist reguliert. Und das ist eine offene Frage, oder die Antwort liegt auf der Hand. Wir haben natürlich illegales Glücksspiel, und zwar nicht zu wenig. Und da sind enorme Gewinnmargen drin. Und obwohl wir das Glücksspiel insofern kontrollieren, wo Glücksspielautomaten stehen, das wird alles erfasst. Und jeder, der sich Glücksspielautomat in die Gastronomie hängt, der wird von der Stadt, der muss da entsprechende Vorkehrungen treffen und bekommt von der Stadt die Erlaubnis. Trotzdem haben wir illegale Spielstätten. Da scheint eine Regulierung also nicht zu fruchten. Und ich glaube, dass man diese Erkenntnisse auch auf einen möglichen legalisierten Markt von Cannabis projizieren kann. Aber wie gesagt, belastbare Ergebnisse muss die UNODC und die Experten dort auswerten nach einer gewissen Zeit. Vielen Dank. Herzlichen Dank auch für diesen Impuls, den Sie noch mal gegeben haben. Herr Dr. Heimann, Sie sind jetzt der Letzte in der Runde, der abschließt. Bitte schön. Ja, zunächst mal eine Bemerkung. Wir haben den Schulerlass, der vorsieht, dass die Schulleiter die Polizei benachrichtigen müssen bei BTM-Fällen. Den hatten wir auch, aber dieser Erlass ist geändert worden. Das heißt, ihn gibt in der Form nicht mehr, sondern wenn Schulleiter jetzt einen BTM-Fall an der Schule haben, wenn ich mal so sagen darf, dann sollen sie in der Regel die Suchtberatungsstelle informieren, und dann wird gemeinsam geguckt und entschieden, was gemacht wird. Das heißt, ganz so regressiv, da sind wir ja bei, ist es in dem Fall jetzt nicht mehr.
Kontrollierte Abgabe, das hatte ich vorhin erwähnt, da ging es darum, was meinen wir überhaupt, wenn wir über Freigabe, Legalisierung und Ähnliches sprechen. Die Prävention hat natürlich noch kein Konzept zur kontrollierten Abgabe gemacht, aber es gibt natürlich Beispiele. 1995 wurde in Schleswig-Holstein ein Modellversuch konzipiert zur kontrollierten Cannabisabgabe in Apotheken. Das wurde aber dann von dem Bundesinstitut für Arzneimittel untersagt, das heißt, es ist nicht durchgekommen. Ähnliche Abgabeverordnungen oder Regeln hat man in der Schweiz gehabt. Und das war in der Tat ein schon etwas größeres Bürokratiemonster. Das heißt, es ging da um Chipkarten, wo registriert wurde, wie viel Gramm. Das war dann sehr reglementiert abgegeben worden ist. Die Altersgrenze wurde festgelegt. Er muss einen Ausweis zeigen, in der Nähe von der Grenze durfte nichts verkauft werden. Also da gab es schon ein Konzept, was aber auch nicht durchgegangen ist. Ich will sagen, es gibt eine Reihe von Konzepten, die, wenn man sowas ernsthaft will, im Rahmen eines Modellversuchs, gibt es bestimmt eine ganze Reihe von Konzepten, die man dann zu Rate ziehen kann. Aber so ein Bereich ist ja eher auch für Erwachsene, also für unseren Bereich der Prävention ist das zurzeit kein Thema. Und von daher denke ich mir, müsste auch hier, so sagen zumindest Experten, die Altersgrenze auf mindestens 25 Jahre hochgesetzt werden, weil nach wie vor der frühe Konsum, und es gibt Suchtexperten, die sagen, unter 25 ist bei Cannabis immer noch ein hohes Risiko, gerade bei der Hirnentwicklung. Also diese Aspekte müssen alle berücksichtigt werden und daraus könnte man einen Modellversuch entwickeln. Ob das was für die Prävention ist, vermag ich im Augenblick da jetzt nicht zu beurteilen. Dankeschön. Herzlichen Dank, Herr Dr. Heilmann. Wir sind jetzt am Ende dieser Anhörung. Ich danke nochmal, dass Sie dem Ausschuss hier zur Verfügung gestanden haben. Ich glaube, es kam eine ganze Reihe von Impulsen, auch neuen Anregungen, auch dieses Thema, sage ich mal, ideologisch entkrampft zu betrachten, sozusagen. Dafür danke ich nochmal. Sie werden natürlich das Protokoll dieser Anhörung auch über den weiteren Verlauf, wie mit dem Antrag umgegangen wird, informiert. Ich